Aufgezeichnet. Zeichnen. Gut, dann begrüße ich jetzt erstmal alle Teilnehmer von der SUG-Team-Seite aus und ja, darf euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Expertenvortrag zum zweiten Themenblock, und zwar Konsumieren und Produzieren, ja, rechtliche Rahmenbedingungen und persönliche Voraussetzungen. Nächste Woche ist dann der zweite Expertenvortrag zu dem Themenblock, und heute geht es erstmal um ja, den Datenschutz und wie bewege ich mich sicher durch das Netz und ja, wie bleiben meine privaten Daten auch wirklich privat? Und das ist natürlich auch sehr aktuell durch die NSA-Affäre. Und dazu haben wir heute den Experten Marius Melzer vom Chaos Computer Club zu uns eingeladen. Ja, ich sag mal ein paar Worte zu Marius. Marius seht ihr links unten im Bild. Und zwar, Marius studiert, ja, genau, Marius studiert Informatik hier in Dresden und ja, wie gesagt, Mitglied im Chaos Computer Club, und seit 2 Jahren ist er auch in der Initiative Chaos macht Schule unterwegs im Bereich Dresden. Und die bieten eben Workshops und Vorträge an und arbeiten eben hauptsächlich mit Lehrern, Schülern und Eltern zusammen. Genau, und dann ist er noch Mitgründer vom Verein Zwiebelfreunde, dort ja, mit den Tor-Servern, über die werden wir ja hauptsächlich noch mehr hören, oder? Ja, ein bisschen, Gut. ja. Und dann natürlich noch ganz wichtig, palava.tv, das ist eine Videotelefonie-Alternative, ja, die sich auf Peer-to-Peer-Verbindungen stützt und das Ganze eben sicherer machen soll. Und dazu wird Marius mit Sicherheit auch noch was sagen. Gut, dann übergebe ich das Wort an Marius. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Nee, super. Ich bedanke mich für die nette Einleitung und ja, begrüße alle Teilnehmer. Ja, über mich ist ja jetzt schon das meiste gesagt worden. Deshalb möchte ich noch irgendwie zwei, drei Sachen zum Chaos Computer Club sagen. Vielleicht, also das ist eigentlich auch das, was wir mit dem Chaos Macht Schule immer irgendwie zu Beginn machen, um da so ein bisschen, sag mal, als Street Cred zu sammeln. Dass wir so ein bisschen erzählen, was wir eigentlich machen. Also mit dem Chaos Macht Schule gehen wir, wie gesagt, hauptsächlich in Schulen und reden da entweder mit Lehrern oder Schülern und erzählen dann halt erstmal ein bisschen was über uns, ne? Und ja, was man vielleicht vom Chaos Computer Club irgendwie schon gehört haben könnte, ist eine Sache, die schon ein bisschen länger her ist. Da ging es gerade um die Aussagekräftigkeit von biometrischen Daten, also wo es darum geht, sollen wir unsere biometrischen Daten, zum Beispiel Fingerabdrücke oder irgendwie so, wie ist mein Gesicht aufgebaut, sollen wir das in den Pässen speichern? Und mitten in dieser Debatte haben einige vom Chaos Computer Club den Fingerabdruck von Herrn Schäuble gesammelt. Und zwar sind die zu irgendeiner Veranstaltung gegangen, politische Veranstaltung, und der war wohl ein bisschen unvorsichtig und hat sein Glas irgendwo stehen lassen. Und dann wurde ein Fingerabdruck genommen davon, den wir auch hier sehen, und wurde als Latex-Abzieher in der Fachzeitschrift des Chaos Computer Clubs verwendet, also versandt an alle Teilnehmer. Und ja, mittlerweile gibt es mehrere Personen, die den auch in ihrem Reisepass haben, diesen Fingerabdruck, was ich eigentlich eine ganz schöne Aktion fand. Und ja, da sieht man schon so ein bisschen, worum es gehen soll. Es geht darum, ein bisschen auch politische Aufklärung zu machen über Chancen und Gefahren von neuen Techniken. Also hier ging es halt hauptsächlich darum, wie verhalten wir uns zu neuen Techniken, sollen wir das benutzen oder nicht. Weiteres Beispiel ist vielleicht der Staatstrojaner, was ebenfalls eine Veröffentlichung vom Chaos Computer Club war, wo gezeigt wurde, dass die Trojaner, also die Virensoftware, die der Staat einsetzt bei manchen Kriminellen, die zum Beispiel der Zoll installiert auf den Computern, dass sie sehr viel mehr kann, als sie eigentlich dürfte, dass sie zum Beispiel falsche Beweise auf den Computern hinterlassen könnte oder wie auch immer. Und genau, also da sieht man schon so ein bisschen, in welche Richtung es gehen soll. Hier in Dresden gibt es auch einen Ableger vom Chaos Computer Club, der nennt sich C3D2, also sozusagen die Abkürzung für CCCDD. Was wir machen, ist hauptsächlich die Datenspuren, eine Art Kongress oder eine Art Veranstaltung, die jedes Jahr hier in der Scheune in Dresden, der Dresden, was wir die kennen, stattfindet. Das nächste Mal leider erst im Herbst 2014.
machen Podcasts, also ja, Radio unter anderem. Das wird auch ausgestrahlt in dem freien Koloradio und wir machen eben Kars macht Schule. Und ja, der wichtigste, also steigen wir mal ins Thema ein, der wichtigste Punkt an Datenschutz, an wie schütze ich meine eigenen Daten, ist Problembewusstsein. Und dieses Problembewusstsein, das fehlt zum Beispiel in der Politik bisweilen leider einmal. Ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht. Das war noch relativ am Anfang der NSA-Affäre, muss man fairer halber sagen. Da hat sich unser Bundespräsident hat sich geäußert dazu, hat gesagt, wir wissen zum Beispiel, dass es nicht so ist wie bei der Stasi und dem KGB, dass es dicke Aktenbände gibt, wo unsere Gesprächsinhalte alle aufgeschrieben und schön abgeheftet sind. Das ist es nicht. Dass hier ein bisschen das Problembewusstsein dafür fehlt, dass bekannt geworden ist, dass eben doch sämtliche Gespräche irgendwie die digital stattfinden. Das sind nun mal in der heutigen Welt ein Großteil, dass die mitgeschnitten werden. Das sieht man hier relativ deutlich. Da gab es irgendwie, wie ich fand, eine relativ schöne, in Anführungsstrichen, Protestaktion im Internet. Da hat jemand eine Visualisierung gemacht, wie groß denn die Fläche wäre, wenn man die Akten der NSA auslegen würde, also die Aktenschränke irgendwo auslegen würde. Und da sieht man hier, dass das irgendwie so ein kleines Rechteck ist. Das ist die Museumsinsel in Berlin, die wir hier sehen. Und dann kann man, sieht man jetzt leider nicht hier in den Slides, aber da gibt es eine Animation. Man kann auf Rauszoomen klicken und man hat rechts daneben die Fläche der Daten, die die NSA zu speichern vermag. Also das ist ja bekannt sozusagen. Die müssen ja immer beantragen, wie viel Geld sie wofür brauchen. Da ist eben im Zuge dieser NSA-Affäre unter anderem bekannt geworden, wie viel Speicherplatz die zur Verfügung haben in ihren Rechenzentren. Die haben in den USA riesige Rechenzentren gebaut. Und da sieht man dann, wenn man rauszoomt, dass diese Fläche eben nicht die Größe einer Museumsinsel, sondern eher so die Größe von Europa hat. Ne? Dann sieht man hier, dass der Startpunkt ist ebenfalls Berlin. Genau, ein zweiter Punkt, wo es ebenfalls in der Politik ein bisschen an Problembewusstsein wohl mangelt, ist relativ aktuell. Kam heute erst die Meldung, dass das Handy der Bundeskanzlerin nicht nur von der NSA abgehört wurde, sondern angeblich sogar von Russland, Nordkorea, England und irgendwie weiteren Staaten noch. Und das Interessante an diesem Fall war, fand ich, dass es längst bekannt war, dass 80 Millionen Deutsche irgendwie überwacht wurden, dass es Verwanzungen gab bei der UN, bei der EU in den Bürogebäuden, dass es ein riesiger Skandal war und die Bundesregierung hat sich entweder nicht geäußert oder hat die NSA-Affäre offiziell für beendet erklärt. Und dann kommt plötzlich die Meldung, ja, auch die Bundeskanzlerin wird abgehört und plötzlich ist irgendwie ein großes Thema, weil Datenschutz geht uns ja irgendwie alle immer nur dann an, wenn wir selbst betroffen sind. Genau, also wichtig ist das Problembewusstsein. Das möchte ich jetzt im Folgenden ein bisschen schärfen, und zwar nicht nur dahingehend, dass man sich des Problems bewusst ist, sondern auch dahingehend, dass man genau weiß, wo denn jetzt die Probleme bestehen und wie ich mich dann dagegen schützen kann. Eine interessante Fragestellung zu Beginn ist eigentlich, ja, wem nützen denn eigentlich meine Daten? Und da gibt es eigentlich drei große Gebiete, wo man es einteilen kann. Und zwar sind das Unternehmen. Da denkt man zuerst so an Facebook und Google und so weiter und so fort. Die wollen Werbung schalten, weil die meisten Dinge im Internet, die wir nutzen, die sind kostenlos, für die bezahlen wir nicht. Zumindest bezahlen wir nicht mit Geld für sie, sondern wir bezahlen halt mit unseren Daten für sie. Und mit diesen Daten, was die Unternehmen machen, ist, dass sie
Werbung schalten, und zwar Werbung, die genau auf uns zugerichtet ist. Wenn man es schon, also das hat bestimmt schon mal jemand feststellen können, wenn man irgendwie nach irgendwas Komischem googelt, dass man dann irgendwie auf irgendwelchen Seiten plötzlich Werbung dafür angezeigt kriegt. Und das kann mitunter relativ unangenehm sein, wenn man irgendwie meinetwegen nach einem Medikament googelt. Und dann sitzt irgendwie jemand neben einem oder benutzt seinen Computer und denkt sich so, naja, wieso kriegt er denn jetzt plötzlich Werbung für, keine Ahnung, was angeboten, ne? Ja, und was machen die Unternehmen, halt Dinge über die Nutzer zu erfahren? Das ist das Tracking. Also was konkret das Ziel ist, ist, den Nutzer über mehrere Seiten zu verfolgen. Facebook hat es da relativ gut, weil die meisten Nutzer lange eben in Facebook bleiben und auch in Facebook irgendwie persönliche Dinge posten. Aber alle anderen Unternehmen wollen ganz gerne wissen, na gut, wenn der Nutzer jetzt zuerst auf dieser Seite war, was macht er denn jetzt auf der nächsten Internetseite? Und dazu ist dieses Tracking da, da kommen wir auch später nochmal zurück. Der zweite Komplex sind so die öffentlichen Einrichtungen, der Staat, Geheimdienste, alles, was irgendwie dazugehört. Im Endeffekt auch die Polizei, die ja mittlerweile auch teilweise eher klassische Geheimdienstrechte besitzt, wie eben zum Teil das BKA diesen Staatstrojaner einsetzen durfte und so weiter und so fort. Genau, da wird immer mit ziemlich krassen Worten so um sich geworfen. Also wenn jemand dich auf der Straße fragen würde, bist du dafür, dass Terrorismus bekämpft wird? Oder bist du dafür, dass der Staat dagegen vorgeht, dass Kinderpornografie im Internet zu sehen ist, dann würde niemand sagen, nein, da bin ich dagegen. Ne? Das sind also, ich sag mal, relativ schöne Aufhänger, weil man damit sehr schön Dinge durchdrücken kann, wo keiner so richtig dagegen sein kann. Eigentlich der schönste Punkt jetzt an diesen Veröffentlichungen in dieser NSA-Affäre ist aber eigentlich, dass man mal gesehen hat, wofür eigentlich diese Daten gesammelt werden. Und das ist Macht. Also das ist zum Teil ist das Industrie- und Wirtschaftsspionage. Das heißt, dass man gerne sich einen wirtschaftlichen Vorteil erhandeln möchte. Oh ja, Terrorismus, genau. Zum anderen sind das Dinge wie in den USA, die NSA, die ist supermächtig. Also da gab es irgendwie vor kurzem einen Fall, dass zwei Kongressabgeordnete dort, dass die eine Anfrage gemacht haben an die NSA, ob sie denn ihre Daten mal haben könnten sozusagen. Also alles, was irgendwie die NSA über sie gesammelt und gespeichert hat. Und da hat die NSA zurückgeschrieben und hat gesagt, nee, machen wir nicht. Also die haben nicht gesagt, nee, haben wir nicht. Klar haben sie über die alle möglichen Informationen. Wahrscheinlich haben die sie sogar konkret beschattet oder sowas, nochmal in einem umfangreicheren Maße, als es sonst der Fall ist. Aber ja, also das ist natürlich eine Sache. So, wenn man Daten über jemanden besitzt, dann besitzt man Macht über sie. Das weiß man in Ostdeutschland spätestens seit der Stasi. Da war es nämlich genauso. Da wurde eben Druck ausgeübt auf Leute, über die man halt Dinge wusste. Also über die man Dinge wusste, wie, naja gut, der ist fremdgegangen oder der hat in seiner Jugend mal eine CD geklaut oder ein Auto oder hat ein Auto abgebrannt oder keine Ahnung was. Ne? Aber wenn man Dinge über jemanden weiß, persönliche Dinge, Dinge, die denjenigen verletzen können, dann besitzt man Macht über diese Person. Und wenn man eine Instanz ist, wie die NSA und damit auch die Regierung, weil im Endeffekt ist diese Einrichtung ja da, sozusagen die Regierung zu unterstützen. Und dann besitzt man Macht, und zwar eben nicht nur über Max Mustermann, sondern über alle wichtigen Personen. Ob das jetzt ein Staatsanwalt ist irgendwo, ob das
wichtige Ärzte sind, ob das wichtige Politiker sind, wie auch immer, egal in welcher Position man sich befindet in der Gesellschaft, könnte es ja mal einen Punkt geben, an dem man irgendwie denjenigen noch benötigt und dann hat man etwas gegen ihn in der Hand. Ja, wer ist noch eventuell interessiert an meinen Daten? Das sind natürlich irgendwie meine Mitmenschen. Wenn wir in Schulen gehen, dann ist das irgendwie immer der schönste Aufhänger, dass wir sagen, naja, ihr sagt jetzt, ihr habt nichts zu verbergen. Wie ist es denn jetzt gegenüber euren Eltern zum Beispiel? Ne? Dann überlegen die Ersten schon so ein bisschen, naja, okay, vielleicht habe ich ja doch was zu verbergen, so, ne? Und dann machen wir das manchmal so, dass wir einen Schüler nach vorne kommen lassen, natürlich freiwillig, und dass wir den mal sozusagen die sozialen Verflechtungen in seinem Facebook-Profil anzeigen lassen, gibt so ein Plugin für. Da sind dann plötzlich relativ viele relativ schnell sehr kleinlaut, weil auch gegenüber unseren Mitmenschen wollen wir natürlich ganz gerne einen gewissen Schutz unserer Daten. Ne? Und ja, das kann super vielfältig sein, das können nicht nur Freunde von uns sein, sondern das kann natürlich auch sein, dass es irgendwelche bösen anderen Menschen sind, so, ne? Ein Stalker oder keine Ahnung was so, da denkt man natürlich immer, das passiert einem selbst irgendwie nicht, ne? Bis es einem dann doch mal passiert und ja, das sind alles Dinge, die man irgendwie im Hinterkopf behalten sollte. Ja, wie schütze ich mich? Es gibt zwei Ansätze. Das ist zum einen technisch, dass man ein paar kleine Kniffs und Tricks anwendet, um sich ein bisschen besser zu schützen, die ich auch irgendwie größtenteils, denke ich, abklappern werde in diesem Vortrag und natürlich irgendwie auch durch gewisse Verhaltensänderungen, die ich auch mit ansprechen werde. Genau, so, jetzt gucken wir erstmal, also was wir schützen wollen, ist in den meisten Fällen Kommunikation. Und zwar meine ich mit Kommunikation zum einen Kommunikation mit anderen Menschen, sprich, ja, ich schreibe mit meinen Freunden, wo ich mich heute Abend treffe. Ja, und auf der anderen Seite Kommunikation mit Maschinen. In dem Sinne, ich rufe eine Website auf und möchte eigentlich nicht, dass das jemand mitkriegt, dass ich diese Website aufrufe oder irgendwie solche Dinge in dieser Art. Ne? Und da gucken wir uns erstmal an, wie kommunizieren wir überhaupt im Internet. So die einfachste Variante davon sehen wir hier auf der Folie. Das ist, also die beiden Computer sind sozusagen die Nutzer, die miteinander kommunizieren. Meinetwegen über Facebook oder über WhatsApp oder wie auch immer. Ne? Und der Computer links, der sendet das halt erst zu einem Server, ne? Also dem WhatsApp-Server meinetwegen. Der Server verbindet den mit dem anderen Nutzer und schickt halt die Nachricht an diesen Nutzer weiter. Das Problem, was wir hier mit diesem Modell haben oder was es mit diesem Modell gibt, ist, dass es eine Instanz gibt, die alle Daten kriegt. Also gibt halt in dem Sinne entweder Facebook oder Google, wie auch immer, der Anbieter, der uns, ja, dem wir vertrauen müssen in dem Sinne und der, an dem alle Daten vorbeigehen und so weiter und so fort. Und das zweite Problem ist, dass dadurch halt bestimmte Monopolstellungen irgendwie entstehen. Also ich meine, als Geheimdienst in den USA hat man es einfach super einfach, weil 90% der Welt benutzen Google, Facebook, Twitter, also alles amerikanische Dienste. Ja, und das hat man gesehen mit diesem Prism-Programm, da haben die einfach ein Gesetz gemacht, naja, wir können da eben abhören in den Firmen und die Firmen, wenn denen das passiert, dann dürfen die noch nicht mal was sagen. Ne? Als Staat super geil, ne? Ob das jetzt irgendwie an einer Demokratie angemessen ist, sei dahingestellt, aber das geht natürlich relativ einfach dann. Ne? Und deshalb ist eigentlich ein schöneres Modell das hier. Das bedeutet, dass jeder Nutzer sich anmeldet bei einem Server und die Server untereinander miteinander sprechen. Das bekannteste Beispiel dafür ist wahrscheinlich E-Mail.
Da hat ja jeder sozusagen, was ich wusste, der eine ist bei GMX, der andere ist bei Gmail und so weiter und so fort. Und man kann auch seinen eigenen E-Mail-Server betreiben, wenn man das möchte und kann vor allem. Und die Server sprechen alle untereinander, also miteinander. Und man kann halt nicht nur mit denen vom eigenen Server kommunizieren, sondern auch mit denen von anderen Servern. Das hat zahlreiche Vorteile, denn was wir hier haben, ist sozusagen eine Teilung der Macht. Informationen sind Macht und wir teilen diese Macht auf sozusagen auf diese unterschiedlichen Organisationen. Das Zweite, was eigentlich ganz schön ist, ist, dass wir hier ein ja, offenes Protokoll haben. Dass, wir können ein bisschen Transparenz haben, wie funktioniert denn dieses System. Wir haben eventuell nicht die Transparenz, was passiert in den eigenen Servern, aber wir haben so die Transparenz, wie funktioniert das Gesamte. Genau. Was auch, also was gerade ein bisschen aufkommt, was noch cooler ist natürlich, ist, dass wir den Server komplett weglassen und dass wir direkt miteinander kommunizieren und das gibt es erst seit kurzem so richtig, also schon ein kleines bisschen länger mit so Tauschbörsen wie früher eMule und BitTorrent und so weiter und so fort. Das stellt einen aber vor gewisse technische Herausforderungen und Peer-to-Peer funktioniert nicht immer und es gibt erst seit kurzem Techniken, die das sozusagen den meisten Leuten oder an den meisten Internetanschlüssen auch möglich machen. Und ein Beispiel hierfür sind eben nicht nur die Tauschbörsen, die ich aufgezählt hatte, sondern auch das Palaver, was ich selbst mit kreiert habe. Palaver.tv ist die Website. Da kann man sich, ohne sich anmelden zu müssen, kann man Videochatten oder telefonieren mit anderen Leuten und man wird verbunden, eben erst sozusagen über einen Server, aber der Server tritt dann in den Hintergrund und man selbst kommuniziert. Zum einen direkt und zum anderen verschlüsselt mit diesen Personen und hat somit zum einen keinen zentralen Server, wo irgendjemand das zentral abschnorcheln kann, ne? Und auf der anderen Seite ist es Ende zu Ende verschlüsselt. Das werden wir später noch haben, dass das eine wichtige Sache ist. Es wird sozusagen auf beiden Computern wird ein gemeinsames Passwort im Endeffekt generiert. Und dann werden die Nachrichten sozusagen über die gesamte Leitung verschlüsselt übertragen. Und genau, also das eigentlich das beste Modell so auf dem direkten Wege sozusagen. Da wir aber halt im Internet die Situation haben, dass es eher so ist oder so wie ganz am Anfang mit nur einem Server, würde ich mich mal auf dieses Modell jetzt beziehen im Folgenden. Genau. Was wollen wir hier eigentlich schützen? Also wenn wir jetzt irgendwie da kommunizieren miteinander, der eine Computer mit dem anderen, ne, kann auch mittlerweile irgendwie in vielen Fällen ist eher ein Smartphone. Ich sehe hier spontan sieben Teile, die es zu schützen gilt, also zum einen die beiden Clients, nennt man das, der Sender und der Empfänger. Dann die beiden Server, was eben auch ein Server kann, wie in dem ersten Modell sein kann. Und dann natürlich die Übertragungswege. Und jetzt wollen wir uns mal Schritt für Schritt angucken, wie wir denn diese einzelnen Teile absichern können, so dass uns da in dem Sinne keine Daten abhanden kommen. Genau, also wir gehen jetzt hier an dieser Stelle, das wird sich später auch nochmal ändern, davon aus, dass es einen Angreifer von außen gibt. Sprich, ein Geheimdienst meinetwegen, der über die Telekommunikationsunternehmen Zugriff eben auf alles hat irgendwie, ne? Und der vielleicht einen Staat, der möglicherweise auch auf den Rechnern etwas installieren möchte, irgendwie, der Trojaner da versendet und so weiter und so fort. Genau, und wir gehen nicht davon aus, dass es ein Angreifer von innen ist. Das wird dann später noch kommen.
Genau, gut, jetzt haben wir erstmal sozusagen den Fall. Ja, alles erstmal unsicher. Ja, shit. Was machen wir denn da? Wir fangen mal mit den Clients an, also Sender und Empfänger. Frage ist sozusagen, wie schütze ich meinen Computer, wie schütze ich mein Handy? Fangen wir mal mit dem Computer an. So, Virenscanner und Firewall ist da einigermaßen bekannt, dass es irgendwie sinnvoll ist zur Absicherung eines Computers. Firewall ist, glaube ich, noch nicht zu allen so richtig durchgedrungen, obwohl es eigentlich ein viel wichtigeres Tool ist, ein Virenscanner ist, der ja sowieso immer irgendwie der Entwicklung hinterherhinkt und nur die Viren auch irgendwie finden kann, die schon bekannt sind und das noch nicht mal zuverlässig. So eine Firewall ist eigentlich dafür da, dass Software, die neu auf dem Computer installiert wird, keine Verbindung zum Internet aufbauen kann. Das heißt, so eine Firewall hilft erst, wenn tatsächlich irgendwie ein Virus auf dem Computer installiert ist, was man aber auch vergleichsweise schwer verhindern kann. Auch die Virenscanner können das nicht unbedingt immer verhindern. Und das Gute ist aber, dass man das dann mitkriegt, weil wenn die Software dann mit irgendwie einem Server im Internet kommunizieren möchte, dann wird es angezeigt, ja, oh, da will eine neue Software irgendwie Zugriff zum Internet. Und das Beste, wie man da re reagieren kann, ist eigentlich, A, kenne ich die Software? Nee, kenne ich nicht. Also erlaube ich das auch nicht. Genau, und eines der allerwichtigsten Punkte ist, dass man zum einen aktuelle Software verwendet, wo eben immer alle Sicherheitsupdates irgendwie vorhanden sind und dass man vertrauenswürdige Software installiert. Da komme ich dann im Anschluss nochmal ein bisschen dazu, was eigentlich vertrauenswürdige Software ist. Ja, auf dem Computer ist es alles ein bisschen schwieriger sogar, muss man sagen, als auf dem Handy. Auf dem Handy haben wir eine Situation, dass zwar die Betriebssysteme noch nicht so besonders ausgereift sind, wir da mehr Sicherheitslücken haben, aber wir haben eigentlich eine bessere Sicherheitsinfrastruktur. Und zwar, was wir haben, sind zum einen pro App, die wir installieren, diese Permissions, also die Dinge, die App darf, das wird ja am Anfang angezeigt. Und das, was momentan noch ein bisschen problematisch ist, dass man irgendwie das ganze Paket irgendwie wählen muss. Also entweder man sagt, ja, ist okay, dass in meinem Namen irgendwelche Sachen schreiben kann und so weiter und so fort. Ich will das ja benutzen so oder halt gar nicht. Das wird sich aber in Zukunft ändern. Also in dem neuesten Android 4.3 gibt es das schon, das nur nicht aktiviert. Da gibt es irgendwie so eine App anscheinend, die das jetzt schon aktiviert, aber dann in Zukunft wird es die Möglichkeit geben, dass man Apps einzelne Permissions wieder wegnimmt. Dass man halt sagt, na gut, diese App muss nun wirklich nicht auf mein Adressbuch zugreifen, wie meinetwegen eine Facebook-App oder diese App muss auf keinen Fall auf meine Kamera zugreifen, dass man einzelne Berechtigungen sozusagen wieder wegnehmen kann. Genau. Auch auf dem Handy ist eine Firewall zu empfehlen. Die gibt es auch. Das benutzt halt irgendwie kaum jemand, glaube ich, aber ist genauso wie auf einem Computer eine sinnvolle Sache. Es gibt zum Beispiel AFWall Plus heißt die. Das ist Open Source Software und die kann man einfach so runterladen kostenlos und die ist sowohl im Google Store drin als auch im freien Internet sozusagen erhältlich. Genau, und auch hier aktuelle und vertrauenswürdige Software und da haben wir bei Smartphones den Vorteil, dass man eben die Markets hat und so ein Market ist tatsächlich ein sinnvollerer Vertriebsweg, als wenn man selbst irgendwie auf eine Website geht und sich eine Software runterlädt und dann auf Installieren klickt, weil da zum einen das vertrauenswürdig einigermaßen abgedeckt ist, dadurch, dass man sagt, na gut, wenn es irgendwo Malware gibt, wenn es irgendwo Viren und Trojaner da drin gibt, dann könnte das sein, dass das jemand feststellt und wenn das jemand feststellt, dann wird es entfernt. Und dadurch, dass man eben so einen automatischen Update-Mechanismus hat, hat man auch meistens aktuelle Software. Jetzt habe ich schon einiges dazu gesagt, zu vertrauenswürdiger Software. Das ist irgendwie so der Schlüsselpunkt des Ganzen. Und da möchte ich hier mal die These aufstellen, dass eine Software, die nicht quelloffen ist, der kann man nicht vertrauen. Also bei Software ist es ja grundsätzlich der Fall, dass man
man einen Quelltext schreibt, einen Programmcode schreibt, also sozusagen wie eine Anleitung, wie dieses Programm zu funktionieren hat als Programmierer. Und dann übersetzt man das automatisch, der Computer übersetzt das in Computersprache. Das heißt, das eine ist, die Programmiersprache ist sozusagen eine Sprache, die der Mensch versteht, und der Computer macht dann halt Computerbefehle aus Nullen und Einsen daraus. Und quelloffen bedeutet, dass man eben dieses Programm nicht nur in seiner maschinenlesbaren Form zur Verfügung stellt, also irgendwie meinetwegen als Excel-Datei, die man sich auf seinem Windows-PC irgendwie installieren kann, sondern dass man diesen Quelltext mitliefert, damit derjenige, wenn er programmieren kann, da reingucken kann und überprüfen kann, ob die Software denn tatsächlich das tut, was denn da gesagt wird, dass sie das tut. Das ist dahingehend super wichtig, dass also wir sind ja irgendwie von einer Vielzahl von Software irgendwie umgeben. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel mal anhört, dass Microsoft von Beginn an irgendwie mit der NSA zusammengearbeitet hat, dann könnte man sich überlegen, na, was ist denn, wenn die in Windows oder in Office oder keine Ahnung was, wenn die da hinter Türen angearbeitet haben für die NSA. Das ist was schon länger spekuliert wird, so, und das kann man nicht nachvollziehen, weil man eben diesen originalen Quellcode nicht mehr hat. Und ob diese Funktionen jetzt vorhanden sind oder nicht, das weiß man nicht. Und deshalb ist es eigentlich also wenn man vertrauenswürdige Software möchte, dann sollte man darauf achten, dass man ausschließlich Open Source Software nutzt, ne? Ich weiß, dass es irgendwie immer ein Kompromiss irgendwie bei Dingen, wo gesagt wird, naja, es ist sinnvoll, so das eine oder das andere zu tun. Natürlich irgendwie ist auf jedem Rechner irgendwie ein Windows vorinstalliert. Genau, aber ich möchte mit ein paar kleinen Beispielen nur zeigen, dass es auch komplett offen geht. Ich versuche das weitestgehend selbst zu praktizieren, und das funktioniert eigentlich ganz gut, auch wenn ich dann natürlich Ausnahmen mache, wie zum Beispiel das Flash-Plugin, was ich gerade benutze, um hier an dieser Konferenz teilzunehmen. Genau, nochmal kurz zur Open Source Software. Das ist irgendwie ein Gedanke, der in den 80er Jahren aufkam von dem Hippie, der hier abgebildet ist. Der heißt Richard Stallman. Und der hat sich gedacht, naja, irgendwie, es fangen viele Leute an, Software zu machen, und die kollaborieren aber nicht miteinander. Und kollaborieren auf Software eben kann man halt nur auf diesem menschenlesbaren Quelltext. Und deshalb hat er gesagt, naja, ich schreibe eine Lizenz, das sozusagen eine rechtliche Ausarbeitung, die besagt, also normalerweise gibt man irgendwie Lizenzen an Leute, die irgendwie eine Software nutzen, die verkauft man oder so, ne? Also das hatte jeder schon mal gehört, ja, ich habe hier 5 Software-Lizenzen für keine Ahnung was, Adobe, Photoshop, XY. Und diese Open-Source-Lizenzen, die besagen aber, ja, ihr könnt nicht nur die Software frei nutzen, sondern ihr dürft sogar den Quelltext einsehen und den Quelltext selbst verwenden. Und das Einzige, was ihr tun müsst, ist, wenn ihr Änderungen macht, dann müsst ihr die wieder der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Das ist das, was der ausgearbeitet hat, das heißt GPL, und wird auch heute noch, es gibt es mittlerweile in der Version 3 und wird auch heute noch super häufig verwendet. Und es gibt eine Vielzahl an Software, die Open Source ist, die transparent und quelloffen ist. Das ist für den PC, sind es einige Sachen, die man kennt. Gibt Milliarden Programme, ne? Und die bekanntesten sind wahrscheinlich Firefox und Thunderbird. LibreOffice ist aus OpenOffice hervorgegangen, ist, glaube ich, jetzt mittlerweile das Hauptprojekt, halt ein Office-Paket als Alternative zu dem Microsoft Office. Es gibt für Bildbearbeitung sozusagen als Alternative zu Photoshop GIMP, was sehr gut funktioniert, und im 3D-Bereich Blender. Aber es gibt zu allen möglichen Sachen, die man irgendwie am PC macht, gibt es in den meisten Fällen eine Open-Source-Variante. Da muss man einfach nur mal irgendwie googeln oder gucken oder keine Ahnung.
Genau, und dann gibt es halt nochmal die Ebene des Betriebssystems, also das, was darunter läuft. Natürlich hilft uns das nicht unbedingt viel, wenn wir darauf achten, dass unsere Apps und Programme irgendwie Open Source sind, sondern irgendwie, wenn man das schon macht, dann richtig, ne? Und dann kann man auch gleich auf ein offenes Betriebssystem umsteigen. Und das ist in den meisten Fällen einfach super viel einfacher, als das alle denken so. Linux hängt so ein bisschen der Rattenschwanz von vor 15 Jahren an oder so, das ist schwer bedienbar und nur was für Nerds sei oder sowas. Das ist längst Geschichte. Das ist, also es gibt ja nicht nur ein Linux, es gibt irgendwie eine Vielzahl an Linuxen. Es gibt zum Beispiel Ubuntu und Linux Mint, die explizit darauf ausgerichtet sind, dass normale Computernutzer das super einfach benutzen können. Und in meiner Ansicht ist das sogar noch sehr viel einfacher zu bedienen als ein aktuelles Windows 8, genau, was ja auch so seine Probleme mit sich bringt. Und wenn man da auf die ein oder andere Windows-Software nicht verzichten kann, dafür gibt es Wine, das ist ein Programm, was unter Linux läuft, was sozusagen Windows-Programme so unter Linux laufen lässt, dass man den Eindruck hat, dass es normale Linux-Programme wären. Die sehen zwar immer noch ein bisschen anders aus, aber man hat trotzdem dann ein Fenster dafür und es läuft in einem normalen Linux-Fenster. Weiteres Open-Source-Betriebssystem ist BSD, aber das ist sozusagen das, was früher Linux mal war, das eher meiner Meinung nach momentan noch etwas für Bastler, auch wenn das jetzt immer mehr Leute auch verwenden. Genau, gehen wir mal zu den Smartphones über und fangen da in der umgekehrten Reihenfolge an, und zwar mit Betriebssystem. Ah, nein, okay, da gibt noch eine Slide dazwischen. Also hier habe ich mal meinen Desktop, oder mein Laptop Linux gescreenshottet, um mal zu zeigen, dass es kein altbackenes irgendwas ist, sondern eine super elegante, coole Oberfläche, die GNOME-Oberfläche. Man kann bei Linux sozusagen die Oberfläche und wie es sich verhält und wie es aussieht. Da gibt es unterschiedliche Software für und da ist immer eine irgendwie installiert, aber man kann die anderen nachinstallieren und kann dann auch in andere wechseln, wenn einem das aktuelle Aussehen nicht gefällt so, oder wie man es bedient, dann kann man einfach ein anderes wählen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Genau. Gehen wir mal zu Open Source Betriebssystem fürs Handy. Da sieht die Situation auch relativ gut aus. Also grundsätzlich Android, genau, Linux ist keine Firma, von daher gibt es auch keine Werbeabteilung. Genau, also das könnte ich an der Stelle nochmal sagen. Also Linux ist halt nicht nur ein Open-Source-Projekt, sondern ein gemeinschaftliches Projekt. Das ist eigentlich ziemlich cool, da arbeiten halt nicht nur eine Vielzahl an Firmen dran, sondern eben auch eine Vielzahl an Einzelpersonen, irgendwie Studenten unter anderem, keine Ahnung, von irgendwelche Forschungs- und Uni-Projekte. Und das ist eigentlich ein cooles Projekt, das ist im Endeffekt in alle Bereiche bis auf den Desktop bereits geschafft hat. Also so der Großteil der Internet-Server läuft auf Linux, der Großteil von so eingebetteten Sachen läuft auf Linux. Also irgendwie meinetwegen, wenn eure Waschmaschine irgendwie ein Touchscreen hat, dann gibt es eine relativ große Chance, dass da ein Linux drunter läuft. Und in fast allen Bereichen läuft Linux eben auch auf dem Handy. Also alles, was nicht von Apple ist, ist eigentlich Linux-basiert. Also ein Android zum Beispiel ist unten drunter ein Linux, nur dass dann Google da sozusagen eine Handy-Oberfläche draufgebaut hat, wie ich das schon gesagt habe. Auf Linux kann man eben die Oberflächen vergleichsweise einfach austauschen. Und das Android ist sogar zu größtenteilen Open Source. Das ist eigentlich auch eine ziemlich coole Sache. Deshalb haben sich Projekte wie CyanogenMod entwickelt, die sozusagen den Teil von dem Android genommen haben, der offen und frei erhältlich ist und darauf basierend sozusagen eine Abwandlung irgendwie gemacht haben. Das ist ein eigenes Projekt sozusagen. Die CyanogenMod-Leute machen auch irgendwie
eigene Apps. Die ersetzen unter anderem die Google-Apps teilweise durch eigene freie Sachen, weil zum Beispiel alles, was sozusagen alle Google-Apps, die auf so einem, bin ich gerade raus? Genau, also alle Google-Apps, die standardmäßig installiert sind auf Android, die sind halt nicht offen zum Beispiel. Und da kann man das CyanogenMod zum Beispiel installieren, das geht relativ einfach. Die haben mittlerweile sogar eine App, die zwar noch Beta ist, die man einfach aus dem Google Market sich nehmen kann und wo man sagen kann, ja, installiere mir bitte CyanogenMod und dann haut er das aktuelle Android runter und macht irgendwie ein Backup von den Daten und wenn man das nächste Mal das Handy startet, dann hat man irgendwie die neue Open Source Oberfläche. Und CyanogenMod ist nicht zu 100% Open Source, aber zu einem super großen Teil. Und es gibt ein weiteres Projekt, das heißt Replicant, was auch von der Free Software Foundation jetzt momentan finanziell ziemlich unterstützt wird, was es zum Ziel hat, ein wirklich komplett freies System zu liefern. Und ja, das gibt es bereits für die meisten bekannten Geräte, sind momentan irgendwie 20 oder sowas, aber hier für diese ganze Samsung Galaxy-Reihe und sowas gibt es das halt schon. Und auch die Newcomer sozusagen, jetzt demnächst gibt es erste Handys mit Firefox OS und Sailfish OS, basieren beide auf Linux, sind beide ebenfalls komplett Open Source, genauso wie das Replicant. Und beides, wie ich finde, sehr interessante Alternativen zu Android. Das wird man natürlich sehen, was sich irgendwie davon durchsetzt und wird sich natürlich zeigen, wie wofür irgendwie auch die Entwickler dann Dinge schreiben. Aber da hat zum Beispiel die Sailfish hat den großen Vorteil, dass sie das so gebaut haben, dass das Android-Apps abspielen kann. Das heißt, man kann alle Sachen, die unter Android laufen, auch unter diesem Sailfish laufen lassen. Und so alles, was man davon sieht, ist das nicht nur eine sehr elegante Oberfläche, sondern auch irgendwie ein cooles Projekt mit einer coolen Philosophie dahinter. Das Firefox OS ist sozusagen ein Handy, was komplett eben auf diesem Linux einen Browser aufsetzen hat und man in dem Sinne so eine Art Web-Apps, Websites sozusagen als Apps irgendwie schreibt. Genau, auch relativ interessant, aber möchte ich mich gar nicht so lange mit aufhalten. Auch auf Smartphones gibt es Open-Source-Software und zwar richtig viel sogar. Die möchte ich auch gar nicht alle aufzählen, wenn man die sowieso nicht kennt, aber zu fast allen Sachen gibt es irgendwie ein Open Source Pendant. Und das Interessantere ist aber eigentlich noch, dass es auch einen Open Source Market gibt. Das heißt, wenn man sich irgendwie meint, wenn jetzt das CyanogenMod ohne die Google-Dienste installiert, wenn man das nicht möchte, wenn man kein Closed Source darauf möchte, dann fehlt natürlich auch der Google Market. Und es gibt einen freien Market, der wirklich auch nur Open Source Software drin hat und der heißt F-Droid und den kann man sich einfach als APK runterladen. Das muss man im Handy aktivieren, dass man so Third-Party-Apps installieren kann, also außerhalb des Markets. Und dann kann man mit diesem Market, der hält einem sozusagen die Software aktuell und man kann einfach suchen nach Apps, die man benutzen kann. Genau, und zum Beispiel Firefox gibt es auch fürs Handy, ne? Also ich glaube sogar fürs iPhone, aber mit Sicherheit für Android und all die anderen Geräte. Genau, kurze Zusammenfassung. Wir hatten jetzt den Bereich sozusagen, wie sichere ich die beiden Clients ab. Ne? Also zum einen sich ein bisschen um die Sicherheit kümmern sozusagen mit Firewall und Virenscanner und so weiter und so fort. Und dann als zweiten Punkt vertrauenswürdige Software verwenden und die möglichst auch häufig updaten. So, jetzt haben wir sozusagen diesen Punkt hier haben wir abgesichert, das ist grün geworden, das ist ja schon mal sehr schön. So, jetzt. Gut, Marius, warte mal kurz, bevor du weitermachst. Gibt es erstmal noch Fragen? Es geben nämlich gerade mehrere ein. Ja. Ich lese noch mal ganz kurz mit, das kann ich, während ich rede, kann ich mich nicht darauf konzentrieren. Ja. Also, wenn da jetzt auch eine wichtige Frage kommen würde, würde ich dich darauf aufmerksam machen. Ja, wir können das auch am Ende machen, das stimmt natürlich.
Aha, für Laien erscheint Open Source als unsicher. Das ist ja interessant. Wieso? Eigentlich ist es nämlich genau andersrum, weil das Gute an Open Source ist, dass jede Änderung, die gemacht wird, von mehreren Leuten begutachtet wird. Und zwar darauf, ob das sinnvolle Änderungen sind und auch, ob das sichere Änderungen sind. Also eine Software wird auf keinen Fall sicherer, wenn man nicht sozusagen dahinter gucken kann. Natürlich kann man, wenn eine Software offen ist, kann man sehen, wenn da Sicherheitslücken sind, aber da es einfach mal sehr viel mehr Leute gibt, die das begutachten, die da einen validen Hintergrund haben, das zu begutachten, weil sie es besser machen wollen, als böse Leute, ist das tatsächlich ein Sicherheitsvorteil und kein Sicherheitsnachteil. Genau. Naja, interessant. War mir nicht so bewusst, dass das nur eine allgemeine Auffassung ist. Ist auf jeden Fall falsch. Ist eher andersrum der Fall. Gut, würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle weiter und kümmern uns mal um die roten Pfeile. Ne, das ist der Punkt, naja, wenn jetzt meine Daten auf meinem Computer sicher sind, aber dann irgendwie unsicher über die Leitung gehen, ist immer noch scheiße. Und ja, da gibt es irgendwie drei Punkte, die man gerne möchte und das sind Vertraulichkeit, Integrität und Anonymität. Vertraulichkeit bedeutet, dass keiner meine Inhalte, meine Nachrichten lesen kann. Integrität bedeutet, dass keiner meine Nachrichten verändern kann. Also ich möchte, dass es genau so, wie ich das versandt habe, auch bei dem anderen ankommt. Und ich möchte nicht, dass wenn ich schreibe, ich liebe Beatrix, daraus wird, ich liebe eine andere Person so. Keine Ahnung. Und Anonymität, das heißt, es geht auch keinen was an, mit wem ich eigentlich kommuniziere. Das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt, der sonst immer ein kleines bisschen untergeht. Genau. Kümmern wir uns erstmal um die Vertraulichkeit, also um Verschlüsselung im Endeffekt. Da gibt es mehrere Varianten. Es gibt symmetrische Verschlüsselung, da haben beide Teilnehmer sozusagen an der Verschlüsselung haben den gleichen Schlüssel, also das gleiche Passwort. Meinetwegen, wir haben uns vorher darauf geeinigt, wir verschlüsseln mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann werden die Nachrichten irgendwie mit dem Programm verschlüsselt und werden zu dem anderen gesandt und der weiß, ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 muss ich nur eingeben und kann das wiederum irgendwie dann entschlüsseln. Da gibt es natürlich das Problem, naja, irgendwie, da müssen wir uns mal persönlich getroffen haben und uns auf ein Passwort verständigt haben. Ja, das ist nicht so toll. Deshalb gibt es asymmetrische Verschlüsselung und asymmetrische Verschlüsselung funktioniert so, dass man selbst zwei Schlüssel hat, zwei Passwörter, und zwar ein öffentliches und ein nicht öffentliches. Und diesen nicht öffentlichen oder privaten Teil, den behält man immer für sich, ne? Also der liegt dann sozusagen in der Datei irgendwie auf dem Handy drauf oder auf dem Computer, wie auch immer, mit was ich halt irgendwie kommuniziere. Und dieser öffentliche Teil, ja, kann ich sozusagen jedem öffentlich mitteilen. Den kann ich jemandem in einer E-Mail schicken. In den meisten Fällen geht das aber einfacher und ich kann das einfach ins Internet an irgendwie auf dem Server hochladen. Kann sagen, hier Leute, das ist mein öffentlicher Schlüssel. Und der Punkt, der einem da vielleicht kommt, ist so, naja gut, wenn ich jetzt das hochlade und sage, Leute, hier, ich, Marius Melzer, das ist mein persönlicher Schlüssel, woher wissen denn dann andere, dass es tatsächlich so ist und dass nicht die Lena irgendwie ihren eigenen Schlüssel hochgeladen hat und sagt, naja, hier, ich bin übrigens Marius Melzer, schickt mir mal E-Mails. So, ne? Da gibt es zwei Ansätze und das sind zum einen Zertifikate und das andere nennt sich Web of Trust. Gehen wir auch erstmal auf die Zertifikate ein. Und zwar ist zum Beispiel das SSL, was man verwendet, zum Beispiel im Web, also wenn man irgendwie eine sichere Website ansurft, irgendwie meinetwegen
Facebook oder seine Bankenseite oder sowas, die benutzen alle SSL. Und zwar ist der Unterschied sozusagen, dass man oben in der Leiste HTTPS stehen hat und nicht HTTP, wobei das S eben für Secure oder SSL steht. Also da wird SSL verwendet, das ist eine Verschlüsselung, die eben asymmetrisch funktioniert, genauso wie ich das vorher schon erklärt hatte. Und auch bei E-Mail zum Beispiel wird SSL verwendet. Eigentlich mittlerweile ist es auch der Standard, dass man das tut. Und da gibt es eine hierarchische Struktur. Und zwar gibt es da Zertifizierungsorganisationen, eine große Menge. Die bekannteste heißt VeriSign, ist eine aus den USA, wieder ein bisschen problematisch. Und zwar kann man zu einer solchen Organisation gehen und kann sagen, bitte sozusagen zertifiziert mir, dass ich mit diesem Schlüssel, den ich hier habe, mit diesem öffentlichen Schlüssel, dass ich auch tatsächlich diese Person bin. Normalerweise funktioniert das dann so, wenn ich jetzt meinetwegen eine gesicherte Website irgendwie anbieten will, dann schicken die einem per Post irgendwie so einen Code zu und dann muss man beweisen können, dass man sozusagen der Besitzer dieser Website ist. Das macht man meistens irgendwie mit irgendeinem Eintrag, irgendwie in dem Namen der Website oder so, oder in dem man irgendeine Seite anlegt oder sowas. Und dann sagen die, okay, haben wir irgendwie überprüft und stellen einem dieses Zertifikat aus. Und das hierarchisch dadurch, dass eben diese Zertifizierungsstellen sozusagen diesen Kopf dieser Hierarchie darstellen und dann weitere Personen oder weitere Organisationen zertifizieren können. Und die können das wiederum auch teilweise weiter tun. Zum Beispiel hat hier die TU Dresden hat von einer dieser Zertifizierungsorganisationen ein Zertifikat bekommen, womit es selbst weitere Zertifikate ausstellen kann. Und zwar halt für die ganzen TU Dresden Abwandlungen von dieser Seite sozusagen. Und da gibt es auch, also da gibt es sozusagen in jedem Browser oder in jedem Programm, was eben SSL verwendet, auch in jedem Mail-Programm, gibt es eine gespeicherte Liste von diesen vertrauenswürdigen Zertifikaten oder diesen vertrauenswürdigen Organisationen. Ich glaube, dass ich hier auch noch ein Bild dazu habe. Nee, habe ich nicht, schade. Genau, da kann jeder mal gucken. Wie im Firefox ist das irgendwo unter Optionen erweitert und dann Zertifikate. Da gibt es eine längliche Liste an Zertifikaten, sozusagen, denen vertraut wird, was auch irgendwie einer der Kritikpunkte an SSL ist, dass man eben tatsächlich schon per se erstmal sehr vielen Organisationen vertraut, dass sie korrekt und sinnvoll arbeiten und davon eben auch eine nicht unrelevante Menge in den USA stehen von diesen Organisationen. Hier habe ich einfach das falsche Bild eingefügt. Naja, ist egal. Gut, gehen wir zum nächsten Punkt. Jetzt haben wir sozusagen die Vertraulichkeit abgearbeitet. Integrität würde ich nicht so sehr reingehen. Da sage ich dann später bei E-Mail-Verschlüsselung nochmal kurz was dazu. Anonymität ist auch irgendwie ein wichtiges Ding so, ne? Also man hört ja immer von den Metadaten so und Metadaten sind sozusagen alle Daten, die anfallen, außer sozusagen den reinen Inhaltsdaten. Und genau, es sind sozusagen, wenn man so diese W-Fragen hat, dann ist der Inhalt das Was, ne? Und die Metadaten sind sozusagen wer, wo, wann, wie, also auf welchem Wege, wie lange und so weiter und so fort. Genau, ein Beispiel für Metadaten sind sozusagen unser soziales Umfeld, sozusagen, mit wem kommuniziere ich. Da gibt es ja irgendwie ein Plugin für Facebook, was wir halt bei dem Chaos macht Schule schon häufiger mal gezeigt haben, wo dann irgendwie, da hat dann halt ein Schüler das eingegeben und dann sieht man halt irgendwie den Schüler dann im Zentrum und das macht relativ viel schon. Also das mit einfachen Möglichkeiten findet das heraus, wie
so die Zugehörigkeiten der einzelnen Personen sind. Und zwar konnte man bei dem speziellen Jungen sehen, bei dem wir das letztens gemacht hatten, zum einen irgendwie den Fußballverein, dann seine Freunde aus der Schule und noch Freunde aus irgendwie einem anderen Umfeld. Und die waren alle schön gruppiert. Und das, da sieht man halt, wie viel sozusagen mit ein paar wenigen Daten, und zwar nur denen, die öffentlich in seinem Profil irgendwie bekannt waren, tatsächlich irgendwie möglich ist herauszufinden. Nächster Punkt, das hatte ich ja auch schon in den Vorbereitungsdokumenten mit drin. Da hatte der Malte Spitz von den Grünen, das sei im Vorstand, hat sich seine Vorratsdaten erklagt. Und zwar hat er die nach einem langen Rechtskampf auch tatsächlich gekriegt, irgendwie auf einer DVD eine riesige Liste an Daten. Und weil er sich so ein Handy, was man halt mittlerweile irgendwie fast jeder hat, so ein Smartphone, ne, das wählt sich ja alle paar Sekunden irgendwie ein ins Internet und hinterlässt da eben Metadaten. Und zwar nicht nur, wann das war und mit wem ich telefoniert habe, wenn ich telefoniert habe, sondern auch, wo ich mich befunden habe. Und da haben die mit der Zeit Online zusammen so eine Kooperation gemacht und haben, glaube ich, ein halbes Jahr oder sowas, haben sie ihn verfolgt mit ein paar Lücken, wo er glaube ich, nicht wollte, dass man was sieht, was er da getan hat, aber immer auch mit irgendwie Erklärungen dazu, naja, was hat er denn da gerade getan? Das ist ein super gutes Beispiel dafür, wieso man Vorratsdatenspeicherung eigentlich nicht möchte, weil man damit nicht nur die Bewegungen eines Menschen erkennen kann, sondern eigentlich fast alles über ihn, ohne konkrete Inhalte. Es wird ja immer gesagt, naja, aber wir speichern, wollen ja gar nicht speichern, dass die Leute überhaupt sprechen oder so. Aber das ist in vielen Fällen gar nicht wichtig. Wenn ich jetzt mit meinem Arzt telefoniere zum Beispiel, da ist nach ein paar Mal ungefähr klar, was da irgendwie Sache ist oder so, ne? Also genau, das sind Metadaten. Ich glaube, ich habe noch ein, nee, finde ich noch ein Beispiel. Genau. Und einen Weg, sich zu anonymisieren, sozusagen, also anonym sich im Internet zu bewegen und wenigstens einen Teil dieser Metadaten loszuwerden, ist Tor. Tor ist ein relativ cooles Projekt. Es wird betrieben, also eine Software, die geschrieben wird von einer Forschergruppe in den USA, die diese Software Open Source machen und die aber selbst sozusagen dieses Netzwerk nicht betreiben. Und das, was Tor ausmacht, ist eben dieses Netzwerk von Servern, wo eben diese Software drauf läuft. Das sind alles Internet-Server, die irgendwie betrieben werden von Leuten, die das ehrenamtlich machen, die das Projekt cool finden, die sagen, ich spendiere irgendwie einen Server sozusagen und zahle da monatlich 10 Euro für so einen Server und ich installiere diese Software da drauf. Da gibt es momentan, glaube ich, so um die 1600, 1700 Server, die da betrieben werden. Und was ich als Nutzer machen kann, ist, dass ich mir diese Tor-Software herunterlade. Das habe ich, glaube ich, dann auch noch einen Screenshot, wie das aussieht. Das ist einfach sozusagen ein Tor-Programm plus ein bisschen angepasster Browser. Und die macht dann Folgendes. Also wir haben hier zum einen hier Alice, das ist diejenige, die gerne eine Verbindung zu einem Server herstellen will, meinetwegen irgendeine Internetseite abrufen möchte. Und dieser Server heißt halt Bob. Das ist irgendwie so ein Standard-Naming-Scheme, was in der Informatik benutzt wird, dass immer Alice und Bob miteinander reden. Genau, und was passiert ist, dass diese Software nicht direkt die Verbindung zu Bob herstellt, sondern eben über drei dieser Tor-Server. Und für jeden einzelnen dieser Server wird sozusagen das, was ich gerne senden möchte, wird verschlüsselt. Und zwar zwiebelschalenartig. Deshalb heißt es auch Tor. Tor ist eine Abkürzung für The Onion Router. Sozusagen Onion für Zwiebel. Und was man tut, ist, wenn man so ein Paket hat, was man gerne zu Bob schicken möchte, ist, dass man das einmal verschlüsselt für den letzten Server. Und dann packt man die Adresse des letzten Servers, also hier der dritte Plus-Server sozusagen, der dritte Tor-Server, dann packt man die Adresse des dritten Servers dazu
und verschlüsselt das noch einmal für den vorletzten Server. Und dann macht man das Gleiche, man packt die Adresse dieses Servers dazu und verschlüsselt das Ganze für den ersten Server. Und wie das funktioniert, ist dann sozusagen, naja, Alice sendet halt ihr Paket zu dem ersten Server. Der erste Server sieht, ah, okay, entpackt das halt erstmal, also entschlüsselt das für sich, sieht, ah, soll ich weiterschicken, und zwar an den zweiten Server, und der macht das Gleiche, und der letzte Server macht dann die eigentliche Abfrage. Und der Internet-Server, der da angesurft wird, der sieht sozusagen nur diesen letzten Tor-Server als derjenige, als Client sozusagen, als derjenige, der die Internetseite aufruft, und nicht mehr den ursprünglichen. Und jetzt denkt man sich, naja gut, das könnte man ja aber eigentlich auch mit einem einzigen Server haben, dass man sagt, hier, Server, gib mir bitte, ja, also keine Ahnung, die Internetseite von Bob sozusagen. Ne? Aber dann müsste man diesem Server, müsste man ebenfalls bedingungslos irgendwie vertrauen. Das macht man ja normalerweise nicht. Deshalb ist das eine ziemlich coole Variante, dass man sagt, naja gut, man schafft sozusagen einen Ausgleich. Dass man sagt, wir haben hier halt drei Server sozusagen, eine Art Kompromiss. Eigentlich wären sozusagen mehr immer besser. Und diese drei Server, die leiten das weiter. Genau. Und was jetzt gerade die Frage gibt, das geht natürlich zu Lasten der Geschwindigkeit, weil es eben nicht direkt ist, sondern über diese drei Server umgeleitet wird. Mittlerweile ist es aber so, dass es einige sehr leistungsfähige Tor-Server gibt, unter anderem dank des einen Projektes, wo ich auch Mitglied bin, die halt mit Spenden Tor-Server betreiben. Da haben wir irgendwie jetzt haben wir einmal 10.000 Euro, einmal 10.000 Dollar von Stiftungen gekriegt und betreiben damit mittlerweile richtig große Tor-Server. Und die Geschwindigkeit steigt. War früher mal schlechter, das kann ja jeder für sich mal ausprobieren. Das kommt auch immer darauf an, welche Verbindungen man gerade, also sozusagen welche drei Server man gerade verwendet. Aber zum Beispiel in diesem Tor-Browser gibt es einen Button New Identity, also dass man gerne eine andere Reihe an Servern, das kommt hier sozusagen auf der nächsten Slide, ne? Also es gibt natürlich dann tausende Kombinationen, die eine andere Serverkombination dann auswählt, mit der es gegebenenfalls dann einfach schneller geht, ne? Also beim Browsen wird man es sicherlich weniger merken als bei Sachen, wo es wirklich auf direkte Geschwindigkeit ankommt sozusagen, ne? Ja, aber also ich kann das nur raten, das mal auszuprobieren. Wie bei allem muss man natürlich irgendwie für sich selbst einen Kompromiss finden. Man ist natürlich irgendwie am besten abgesichert, wenn man das einfach immer nutzt, ne? Aber man kann auch sagen, na gut, ich möchte jetzt gerne mal nach meinem neuen Medikament googeln oder sowas, was ich vielleicht nehme, oder ich mach gerade was, was ich echt nicht will, was jemand anderes irgendwie mitliest oder mir zuordnet. Dann schmeißt man einfach diesen Tor-Browser an, das ist sozusagen veränderter Firefox. Und den braucht man noch nicht mal installieren, den hat man irgendwo in einem Ordner drin, kann da doppelt draufklicken und kann dann damit surfen. Und komme ich bestimmt gleich noch drauf. Gut, bleiben wir erstmal hierbei. So sieht diese Tor-Software aus. Die wird dann einfach, wenn man auf diesen Tor-Browser drauf geht, wird die im Hintergrund gestartet, und die läuft dann auch. Da kann man irgendwie noch irgendwie ein paar Einstellungen machen, muss man aber nicht. Die meisten Einstellungen kann man dann über so ein Plugin in diesem Browser mitmachen. Genau, und was ebenfalls eine Sache über Tor ist sozusagen, ist, dass man damit nicht nur anonym surfen kann, sondern auch noch Zensur umgehen kann. Zwar haben wir den Fall, dass für 2/3 der Weltbevölkerung, die im Internet ist, das Internet in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt ist, also eben kein freies Internet zur Verfügung steht, ob das jetzt aus politischen Motiven der Fall ist oder aus anderen, sei dahingestellt. Und da gibt es natürlich irgendwie eine Reihe an Ländern, die versuchen, Tor zu blockieren. Dadurch, dass diese ganzen Tor-Server irgendwie öffentlich im Internet sind, kann man das vergleichsweise einfach blockieren, wenn man eine umfassende Zensurinfrastruktur wie zum Beispiel China hat.
Die meisten Länder haben das nicht. Da funktioniert Tor wunderbar, einfach über diesen Tor-Browser in irgendwelchen arabischen Ländern. Wenn man da Urlaub macht, kann man ganz normales, unzensiertes Internet haben. Und was man zum Beispiel, wenn man gerne mal in China im Urlaub ist und da noch surfen möchte, irgendwie also sich irgendwie Videos über den Platz des himmlischen Friedens angucken möchte oder sowas, dann kann man sogenannte Bridges verwenden. Das sind sozusagen Einstiegsknoten in dieses Tornetz. Und da muss man sich vorher eine Adresse zu so einer Bridge besorgen. Das kann man bei diversen Organisationen kann man das tun. Man kann das aber auch sozusagen im Internet, solange man noch irgendwo in einem freien Teil des Internets ist, kann man sich so eine Adresse besorgen und kann in diesem Tor-Programm, was ich eben gezeigt hatte, in diesem Vidalia, das einstellen, dass man nicht direkt in dieses Tor-Netzwerk möchte, sondern über so eine Bridge, über so eine Brücke sozusagen in dieses Tor-Netzwerk. Da habe ich hier noch eine ganz coole Statistik gefunden. Und zwar ist das die Anzahl der chinesischen Tor-Nutzer. Man sieht hier so im Bereich 20.000 hat sich das bewegt. Irgendwie im Januar 2010 ist es mal richtig krass eingesackt. Und zwar hat sich da China halt gedacht, na gut, dann packen wir die Tor-Server mal alle in unsere Filterliste in der Firewall und dann geht es halt nicht mehr durch. Ne? Und dann hat das Tor-Projekt relativ fix reagiert mit diesen Bridges. Und das sind die Bridges, die verwendet werden von chinesischen Tor-Nutzern. Und da sieht man, dass zu einer ähnlichen Zeit da schon sehr viele in Benutzung waren. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, dass sozusagen nicht nur für Anonymisierung das nützlich ist, dieses Tor-Netzwerk, sondern eben auch zur Zensurumgehung. Und da kam jetzt relativ schnell die Frage auf, irgendwie in den entsprechenden Wissenschaftsbereichen, ja, wenn die NSA jetzt wirklich alles mithören kann, kann sie dann nicht irgendwie die einzelnen Pakete, die die Tor-Server sozusagen untereinander hin und her schicken, kann sie die nicht wieder de-anonymisieren, also irgendwie einander zuordnen, dass man sagt, na, das irgendwie zu einem ähnlichen Zeitpunkt ist das Paket erst dahin gegangen und dann dahin und dann dahin. Ne? Und ja, dann kam irgendwann eine relativ gute Nachricht jetzt im Zuge der NSA-Affären, und zwar eine NSA-Folie oder ein NSA-Foliensatz, der betitelt war mit Tor stinks, also Tor stinkt, ist scheiße, ne? Weil sie eben tatsächlich nicht die Kapazitäten haben. Ja, und weil so viele Leute mittlerweile Tor nutzen, dass es ihnen zwar gegebenenfalls, schreiben sie, möglich ist, eine sehr kleine Gruppe an Tor-Nutzern zu de-anonymisieren, ne? Aber auch keine, die sie halt direkt sich raussuchen, sondern welche, wo es halt zufällig irgendwie gerade mal geklappt hat. Und das aber wahrscheinlich nie möglich sein wird, alle Tor-Nutzer zu identifizieren. Und das ist eine ganz gute Nachricht sozusagen unter ganz vielen schlechten Nachrichten, die wir hatten im Zuge dieser NSA-Affäre. Genau, hier sieht man nochmal, das hätte ich vielleicht ein bisschen vorziehen können, die Länder, in denen zensiert wird, und zwar sind die hellgelben diejenigen, in denen es keine Zensur gibt, und alles weitere dann sozusagen Abstufungen von Ländern, die zensieren. Und bei den Grauen ist nicht so, dass sie nicht zensieren, da liegen einfach anscheinend keine offiziellen Informationen drüber vor. Genau, da sieht man schon, das sind einfach mal ganz schön viele, ne? Also das ist erschreckend, wie viele Länder irgendwie da das Internet einschränken unter teilweise haarsträubenden Sachen. Und das ist halt, da hat man es genauso wieder gesehen. Das war, glaube ich, in Thailand so oder sowas. Ne? Die haben das halt ihre Zensurinfrastruktur haben sie aufgebaut mit der Begründung, dass sie halt gerne irgendwie Kriminalität und Kinderpornografie, haben sie explizit genannt, bekämpfen wollen im Internet. Und dann kamen halt relativ schnell weitere Sachen hinzu und mittlerweile haben sie eine relativ umfassende Zensur. Genau, gut, jetzt haben wir sozusagen mit Verschlüsselung, also wenn wir immer darauf achten, dass wir
SSL benutzen und das auch eingerichtet haben in der E-Mail-Applikation zum Beispiel. Und wenn wir an den Stellen, wo wir das für sinnvoll erachten, Tor nutzen für die Anonymität, dann haben wir eben auch unsere Leitung irgendwie einigermaßen abgesichert. Eigentlich sollten jetzt nur die beiden zu den Servern grün sein, aber in den meisten Fällen ist es so, dass die, also zum Beispiel bei E-Mail, werden die Leitungen zwischen den Servern auch verschlüsselt sein. Das ist etwas, was man aber wiederum auch nicht weiß, ne? Also das ist wiederum ein schwieriger Punkt eher. Gut, und das hier hätten wir ganz gerne, ne? Also das wäre ganz cool, aber das Problem ist, das geht nur, wenn wir unseren eigenen Server irgendwie betreiben. Und ja, das macht halt irgendwie keiner so richtig, ne? Das machen ein paar Nerds so, ne? Weil es cool ist, einen eigenen Server zu haben. Eigentlich wäre das eine schöne Sache, dass irgendwie jeder, der so das Know-how dafür hat oder sich dafür interessiert ist, der einen eigenen Server aufmacht und dann für seine Freunde und seinen Freundesbereich oder meinetwegen für seinen Fußballverein oder sowas Dienste wie E-Mail oder Jabber, das sozusagen eine Alternative zu WhatsApp und ICQ und MSN und so, die ebenfalls so verteilt ist und wo man sich ebenfalls so bei einzelnen Sachen anmelden kann, was untereinander kommuniziert. Genau, also das wäre eigentlich die ideale Sache, dass man gar nicht irgendwie so zentrale Services hätte, wo jeder zu Google rennt für E-Mail und keine Ahnung was. Aber das ist halt nun mal leider nicht der Fall. Und genau, jetzt gucken wir uns nochmal an, was ist denn jetzt, am Anfang hatten wir den Fall, dass unser Angreifer, unser Staat, unser keine Ahnung was, dass der von außen kam. Was ist denn, wenn unser Angreifer in Anführungsstrichen von innen kommt? Also wenn eigentlich die Server, die da eben noch rot umrandet waren, wenn da Services sind, die eigentlich uns auch was Böses wollen. Also jetzt hier sieht man schon, dass ich irgendwie auf Sachen wie Facebook und Google Plus und keine Ahnung was hinaus möchte. Und das sind ja alles Services, die wir irgendwie nutzen wollen. Und auf der anderen Seite gibt es halt irgendwie eine Organisation, die uns irgendwie, die einen Nutzen aus uns ziehen möchte. Und das möchte man eigentlich ganz gerne verhindern. Und noch hier als kleine Slide zur Problembewusstseinsschöpfung, was wir ja schon am Anfang hatten. Es gibt ein ganz cooles Firefox-Plugin, das heißt Lightbeam. Da sieht man hier am Anfang eine komplett schwarze Fläche und wenn man dann weiter surft, ganz normal, wie man das sonst so tut, dann sieht man, dass sich diese Fläche langsam füllt und das zeigt, welche Websites mit welchen Tracking-Anbietern verbunden sind. Und zwar sind so Tracking-Anbieter sind in den meisten Fällen Unternehmen, die man irgendwie gar nicht auch kennt. So, ne? Einige dieser Unternehmen wurden mittlerweile von Google aufgekauft, aber gibt auch eine ganze Reihe noch. IVW-Box ist zum Beispiel ein relativ bekanntes, die Nutzer über mehrere Seiten hinaus verfolgen. Und zwar funktioniert das so, dass wenn irgendwo Werbung eingeblendet ist, meinetwegen auf der GMX-Homepage oder sowas, dann ist da weiterhin etwas eingeblendet, was Daten über einen selbst irgendwie herausfindet, meinetwegen wem gehört dieser Browser, und zwar nicht irgendwie ein Name, sondern irgendwie eine Art Nummer diesem Nutzer vergibt. Und meistens werden die in Cookies gespeichert, da komme ich dann nochmal darauf zurück. Und dann kann man sozusagen, wenn das noch nicht abgelegt ist, dann legen die irgendwie eine Nummer für einen an. Und wenn man dann auf einer weiteren Website ist und da ist wieder dieser gleiche Tracking-Anbieter, der die gleiche Werbung sozusagen liefert, dann erkennt er, das ist der Nutzer, der sozusagen auf dieser anderen Seite schon war. Und da das wirklich erschreckend, wenn man das mal ein bisschen laufen lässt, dieses Firefox-Plugin, und dann da wieder reingeht in diese Oberfläche, mal zu sehen, wie viele Verstrebungen es da gibt, dann kann man sozusagen sich die einzelnen Tracking-Anbieter kann man mal anklicken und sehen, welche Seiten sozusagen miteinander da verbunden sind. Und genau, das ist gar nicht schlecht, um sich das mal bewusst zu machen. So, ne? Und
Genau. Also, was wir wollen, ist, dass wir unterscheiden zwischen, ich möchte etwas vom Server. Also ich möchte irgendwie einen Service des Servers nutzen, meinetwegen ich möchte zu Facebook meine Bilder hochladen, oder ich möchte etwas von einem anderen Nutzer, also ich möchte einem anderen Nutzer eine Nachricht zuschicken. Gucken wir erstmal an, ich will etwas vom Server. Die eine Ebene hatte ich eben schon, das ist Tracking, und zwar Informationen, die in dem eigenen Browser gespeichert ist. Man kann sich alle Cookies mal angucken. Das ist immer sozusagen für eine Website steht dann da irgendwie ein Name sozusagen und ein Wert. Meinetwegen der Name könnte sein die ID des Nutzers, so User-ID oder sowas. Und dann ist da eine lange User-ID, die dann beim nächsten Mal wieder abgerufen wird. Und diese Cookies, der einzige valide Zweck für Cookies oder der einzige Zweck, wo man die wirklich braucht, ist, wenn man sich irgendwo einloggt. Also einloggen geht auch über Cookies, da wird halt eben irgendwie was in dem Browser gespeichert, ja, dass der tatsächlich der Nutzer, der eben schon mal da war, sonst wäre man bei dem nächsten Seitenaufruf, wenn man irgendwo auf jemanden draufklickt oder sowas, wenn man wieder ausgeloggt. Und das ist auch das kann man mal nachvollziehen, weil wenn man sich zum Beispiel bei Facebook einloggt und dann sich die Cookies mal anguckt, dann gibt es irgendwie einen Session-Cookie. Wenn man den löscht und die Seite neu lädt, dann ist man ausgeloggt. Ja, und das heißt, wir brauchen Cookies tatsächlich, aber was wir machen können, ist, dass wir das einschränken können. Und zwar zum einen gibt es die Option in allen Browsern, dass man Third-Party-Cookies ausschaltet, und das sollte man auf jeden Fall machen. Sie gerade ist falsch geschrieben, also Third-Party wie dritte Partei, so, ne? Das sollte man auf jeden Fall machen. Das bedeutet nämlich, dass keine Cookies gespeichert werden dürfen von einem Fenster oder von einem Teil der Seite, der eingeblendet ist. Meinetwegen, wenn Werbung sozusagen nicht direkt vom Facebook-Server kommt, sondern von einem anderen Server, dann darf dieser andere Server keine Cookies speichern. Das ist eine sinnvolle Maßnahme auch in Hinsicht auf Sicherheit, ne? Das haben die meisten Browser nicht angeschaltet, weil das natürlich irgendwie einer der großen Bereiche ist, wie im Internet halt irgendwie Geld gemacht wird, aber das sollte man selbst aktivieren. Der zweite Punkt ist, na gut, wenn man jetzt Cookies zum Einloggen braucht, dann brauche ich die aber nicht mehr, wenn mein Browser geschlossen ist. Dann bin ich nämlich irgendwie ausgeloggt so, ne? Und dann möchte ich auch gar nicht irgendwie, dass ich weiter eingeloggt bin. Und man kann in den Browsern bei allen einstellen, dass man die Cookies nach der Session löscht. Das geht im Firefox irgendwie relativ komisch da unter History, glaube ich. Und dann muss man irgendwie Benutzer definiert anklicken, und dann kann man sowohl das mit den Third-Party-Cookies machen, als auch mit den Cookies nach der Session nicht mehr behalten. Genau. Allerdings gibt es bei diesem Tracking noch eine riesige Anzahl an weiteren Mechanismen, wie eben so ein Nutzer über mehrere Seiten irgendwie verfolgt werden kann. Zum Beispiel kann man spezielle Bilder in so einer Seite einbinden, die sich Zählpixel oder Tracking-Pixel nennen, die halt ein Pixel groß sind. Die sieht man halt nicht. Die sind dann halt eben auch nur, die sind halt weiß auf irgendwie einer weißen Oberfläche. Und da sind aber sozusagen in diesem Aufruf an das Bild sind dann einfach Informationen, ja, der und der User ist das so, ne? Und genau, das sind halt Sachen, die kann man in dem Sinne nicht umgehen mit irgendwelchen Einstellungen im Firefox, aber das Coole ist, da gibt es Plugins für. Und es gibt ein Plugin, das ist auch wahrscheinlich die einzige Closed-Source-Software, die ich in diesem Talk hier vorstelle, das ist Ghostery, weil die tatsächlich einen großen Mehrwert bietet. Da kann man einstellen, dass eben bekannte Tracking-Anbieter, und die meisten sind bekannt, geblockt werden sollen, und man kann einfach normal weiter surfen, und alle Inhalte, die von diesen Tracking-Anbietern kommen, werden blockiert. Das ist eine sinnvolle Sache und ist auch etwas, was man sozusagen einmal macht und einen dann nicht weiter stört. Und eine sehr viel umfassendere Variante ist eben wieder Tor zu nutzen. Auch bei Tor funktioniert das relativ gut dadurch, dass einfach seine eigene Identität nicht bekannt ist oder dass man die wechseln kann, dass man eben nicht verfolgt wird. Meinetwegen wird man dann sozusagen tatsächlich noch, wenn man einmal gerade im Internet ist, über mehrere Seiten
verfolgt, aber das dann halt weg, sobald man sich eine neue Identität aussucht. Und das ist eigentlich ganz cool. So, zweiter Punkt. Ich will immer noch etwas vom Server. Das sind jetzt, das ist der einzige Teil, den ich sozusagen zu nicht technisch, sondern zu Verhalten einordnen würde, konkret. Das ist so Dinge wie, wie gehe ich eigentlich mit meinen Daten um? Und ein großer, also der wichtigste Punkt, den ich eigentlich da machen möchte, ist, man muss nirgendwo seine richtigen Daten angeben. Ne? Selbst wenn man irgendwo Daten angeben muss, sagt einem keiner, dass sie korrekt sein müssen. Das fängt an mit Pseudonymität. Das heißt zum Beispiel, wenn man sich irgendwo anmeldet, meinetwegen bei Facebook, weil da halt alle Freunde sind und man irgendwie dann doch nicht drum herum kommt, dass man das eben einfach nicht mit seinem eigenen Namen macht, sondern sich einen ausdeckt. Ne? Also es muss noch nicht mal, es kann ja auch ein Fantasiename sein, es muss ja jetzt nicht Max Mustermann sein oder sowas. Ne? Und das geht natürlich dann weiter in alle Bereiche, was ich was, dass man sich halt überlegen muss, naja, möchte ich denn jetzt irgendwie mein Geburtsdatum angeben? Gut, bei Facebook möchten wir das vielleicht, wenn man irgendwie dann von 1000 Leuten, die man eh nur so pseudomäßig kennt, Geburtstagsgrüße bekommen möchte. Aber bei allen anderen Sachen, wo man sich anmeldet, braucht man eigentlich keinen korrekten Geburtstag angeben. Also man sollte vielleicht immer darauf achten, dass man mindestens 18 Jahre alt ist, damit man irgendwie dann auch alles darf so, ne? Aber gibt keinen Grund, da sein richtiges Geburtsdatum bei Amazon anzugeben oder sowas. Das geht dir einfach nichts an. Ne? Und das geht bis dahin zur E-Mail-Adresse. Und zwar, wenn man sich irgendwo anmeldet, wo man denkt, man braucht das auf keinen Fall, dass die Website einem E-Mails schickt. Ne? Also bei Facebook ist das vielleicht gewünscht, dass man irgendwie daran erinnert wird, irgendwie, wenn einem jemand geschrieben hat oder sowas. Aber bei vielen anderen Sachen denkt man sich, ja, da möchte ich meine E-Mail eigentlich gar nicht angeben, so, ne? Auch wenn man sich da anmelden muss und da gibt es coole Dienste im Internet, die heißen 10-Minute-Mail oder Mailinator gibt es zum Beispiel. Da kann man sich für einfach mit einem Klick kann man sich für 10 Minuten eine E-Mail-Adresse generieren lassen. Die wird dann angezeigt, die gibt man dann da an. Dann registriert man sich, dann kriegt man sozusagen auf diese E-Mail-Adresse, kriegt man halt den Bestätigungslink zugesandt und diese E-Mail erscheint halt einfach in dem Browserfenster, also auf dieser Website, die man, also in dem Mailinator sozusagen. Ne? Und dann erscheint die da, ne? Und nach 10 Minuten ist dieses Postfach weg und man hat aber seine eigene E-Mail-Adresse nicht angegeben und konnte trotzdem den Confirmation-Link irgendwie klicken. Ne? Und das mache ich eigentlich bei allem, so, ich weiß nicht, so viele Freunde von mir klagen über Spam-Aufkommen, das habe ich gar nicht, will ich sowas nutzen. Ne? Genau, jetzt noch kommen wir so langsam zum Ende. Gibt es die Variante, naja, ich möchte eigentlich zwar einen Dienst nutzen, ne? Irgendwie, keine Ahnung, was ein Dienst, wo ich einem anderen Nachrichten schicken kann. Aber ich möchte eigentlich gar nicht sozusagen die Server-Sachen nutzen, sondern ich möchte eigentlich dem anderen Nutzer was mitteilen. Also ich möchte nicht was auf den Server hochladen, sondern ich möchte nur den Server dazu benutzen, dass der die Nachrichten weiterschickt an den Nutzer. Ne? Egal, ob das jetzt der Facebook-Chat ist oder ob das die WhatsApp-Nachrichten oder die SMS-Nachrichten sind oder wie auch immer. Und da gibt es das wahrscheinlich wichtigste, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und zwar, was wir vorhin hatten, ist ja so die Situation, dass wir Verschlüsselung hatten, eben zu dem einen Server hin, ne? Und dann waren die Sachen eben auf dem Server, die sind wieder ungesichert, ne? Und der verschlüsselt zwar wieder zu dem zweiten Server, aber auch da sind die wieder unverschlüsselt und irgendwie die beiden Server können halt damit machen, was sie wollen. Und diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist sozusagen eine Verschlüsselung auf dem Gerät des Senders und die wird erst wieder aufgehoben auf dem Gerät des Empfängers. Das sieht dann sozusagen so aus: Wir haben immer noch die beiden Server, die an sich unsicher sind, aber wir verschlüsseln das auf unserem eigenen Gerät und diese Nachricht geht zu dem anderen Gerät und kann erst da wieder entschlüsselt werden und die Serverbetreiber gucken in die Röhre. Genau, und dann kommen wir jetzt zu dem, was ich schon bei der Verschlüsselung angesprochen hatte, da war ja diese
Frage, naja, gut, wie kann ich eigentlich jemandem trauen, dass der öffentliche Schlüssel, den er von sich angibt, dass es tatsächlich seiner ist? Und da gibt es zu dieser hierarchischen Methode, wo wir irgendwie so ein paar Zertifizierungsorganisationen haben, die das für Geld machen, einen selbst zu zertifizieren, gibt es ein Alternativmodell, das nennt sich Web of Trust. Und das ist ein Netzwerk sozusagen. Und zwar kann ich mich persönlich mit so ein paar Leuten, die ich kenne oder die ich auch sehr gut kenne, kann ich mich treffen und kann das verifizieren, dass die tatsächlich das sind, die da ihre Schlüssel angeben. Und dann liest man sich gegenseitig ist relativ lustiges Prozedere, einen Teil von diesem Schlüssel vor und klickt dann hinterher auf, habe ich. Ja, das habe ich überprüft, dass es tatsächlich derjenige ist. Und es gibt ja so diesen Spruch, was mal irgendwie nachgeprüft wird, dass jeder jeden auf der Welt über irgendwie drei, vier Verbindungen kennt. Und dass solche ausgenutzt werden, dass man sagt, na gut, wenn ich jetzt jemanden verifiziert habe, ne, und der verifiziert jemand anderes, dann kann ich dem vielleicht auch trauen. Und über je mehr Wege das geschieht, desto größer ist möglicherweise dieses Vertrauen. Ich kann dann selbst entscheiden, vertraue ich dem jetzt oder nicht. Genau sozusagen auf diesem System basieren mehrere Verschlüsselungssysteme. Und zwar, ich gucke mal kurz, ob ich die aufgezählt habe. Nee, habe ich nicht aufgezählt. Die beiden bekannten sind GPG, also GPG. Das ist ein Verschlüsselungssystem für E-Mail. Da gibt es für alle wichtigen E-Mail-Applikationen, also irgendwie Thunderbird und ich glaube mittlerweile auch für Microsoft Outlook und so weiter und so fort, gibt es Plugins, die das machen, wo man sozusagen wie so die Schlüssel seiner Freunde von so einem Server reinladen kann und dann mit denen verschlüsselt E-Mails schreiben kann. Ja, also grundsätzlich, wenn man eine E-Mail schreibt, ist sie erstmal vollkommen unsicher, geht wie eine Postkarte durchs Internet und so kann man das ja, irgendwie sicherstellen, dass die sowohl verschlüsselt ist als auch signiert. Das ist der Teil, den wir am Anfang mal hatten mit der Integrität, also wo man sagen kann, die hat tatsächlich oder wo man beweisen kann, dass diese Nachricht auf dem Weg keiner verändert hat. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und das zweite Bekannte ist OTR, fußt auf dem Jabber, was ich vorhin schon gesagt hatte. Das Jabber ist eine Alternative, eine offene Alternative zu so Messaging-Diensten wie WhatsApp und so weiter und so fort. Und da gibt es eine Erweiterung OTR, die eigentlich meistens standardmäßig in den ganzen Apps und Programmen benutzt wird und zur Not als Plugin irgendwie nachladbar ist, die eben genau das tut. Ne? Und dann hat man irgendwie den Fall, dass per se erstmal alles verschlüsselt ist und dass man aber mit den Leuten, mit denen man irgendwie häufiger kommuniziert, dass man die irgendwie verifizieren sollte. Und das ist was, was man sich auf jeden Fall mal angucken sollte. Ne? Ich sage es nochmal, das ist das GPG für E-Mail und das OTR für Jabber. Und was wieder eine Art Kompromiss ist. Also zum Beispiel, ich benutze das und zwar mit allen, die das irgendwie auch benutzen. Und ich achte aber zum Beispiel darauf, dass ich einfach Sachen, die wirklich sehr wichtig sind, so, ne? Also entweder Sachen, die sehr persönlich sind oder eben Dinge wie wenn ich mal per E-Mail ein Passwort verschicke oder sowas, dass ich das auf keinen Fall in einer unverschlüsselten E-Mail mache. Und zur Not muss ich dann die Person am anderen Ende das mal kurz installieren, das dauert 5 Minuten oder so und dann ist das auch gegessen. Auch wenn man irgendwie später mal in der Firma arbeitet und irgendwelche Firmendaten, Firmengeheimnisse oder mit irgendwelchen Kunden kommuniziert, ist das immer ratsam, wenn man das so macht. Und natürlich muss man das jetzt nicht irgendwie übertreiben und sagen, na gut, ich drücke jedem, mit dem ich irgendwann mal irgendwie peripher irgendwas zu tun habe, das auf, dass er das benutzen muss, aber dass man sich halt darauf einigt, na gut, wir tauschen hier in dem Sinne meinetwegen sogar finanziell wertvolle Informationen aus oder Sachen, die uns wichtig sind, dann lass uns das doch mal machen, das ist kein großer Aufwand. Und also ich denke, so ist es halt mit den meisten Dingen, dass man
irgendwie einen Kompromiss finden muss, dass man, egal ob das jetzt die Open-Source-Nutzung, wo man dann sagt, na gut, dann benutze ich halt irgendwie doch Flash, weil es nicht anders geht oder so, ist, oder ob es die Verwendung von Verschlüsselung ist, dass man das einfach so gut es geht verfolgt und dass es so gut es geht, das benutzt, ne? Das alles mal ausprobiert haben. Ich meine, das ist ja ein Teil von informationeller Selbstbestimmung, dass man sagt, na, ich weiß, wie ich mich schütze, ne? Also ich weiß, wie ich das alles mache so, und ich entscheide mich, das folgendermaßen zu tun und nicht anders. Ne? Das ist ein viel viel, viel besserer und seriöserer Ansatz, als dass man sagt, na, ich kann ja doch nichts tun und irgendwie umfassend schützen kann ich mich ja eben nicht und ich lasse das jetzt gleich. So, ne? Genau, und das ist eigentlich auch der Punkt, den ich so in der gesamten Sache jetzt hier machen wollte, der wichtigste. Ich habe natürlich irgendwie alles nur mal angeschnitten und für alles war auch viel zu wenig Zeit eigentlich da, um das wirklich intensiv auseinanderzunehmen. Aber ich denke, wenn man sich alles mal anguckt, wenn man das Tor mal ausprobiert, wenn man das JPG mal ausprobiert, vielleicht sogar mal das Jabber mit dem OTR, wenn man mal guckt, na, eigentlich so ein freies Android auf dem Telefon hat irgendwie auch seine positiven Seiten, zum Beispiel, wenn man keine Updates mehr kriegt von seinem, also wenn keine Ahnung was Motorola sagt, naja, hier kriegst du keine Updates mehr, dann kann man sich halt einfach so ein Open Source Android installieren und hat gegebenenfalls eine neuere Version. Ja, das war es soweit. Wenn es Fragen gibt, beantworte ich sie natürlich gerne. Genau, also ihr könnt jetzt Fragen an Marius hier reinschreiben in den Chat. Oder dann noch ins Etherpad, die Fragen gehen wir gleich noch durch. Aber erstmal bedanke ich mich bei dir, Marius, für den Vortrag. Der Ja, war echt danke. gut und spannend. Ich fand das alles sehr beeindruckend. Also dann nochmal ganz herzlichen Dank für den Vortrag, Marius. Und ich bin bestimmt nicht die Einzige, die jetzt hier was auf dem eigenen PC ändern wird. Und viele haben ja jetzt schon dieses Tor auch ausprobiert, wie wir gelesen haben. Und also es war wirklich ein toller Vortrag. Und ja, mir wurde sogar zugezwitschert, es sei der beste Vortrag gewesen, seit es den Zug gibt. Und den Zug gibt es jetzt seit 2 Semestern. Also da kannst du stolz auf den Vortrag sein. Und jetzt gucke ich gerade mal, haben wir hier noch Fragen im Chat? Es geben noch mehrere ein. Also wir haben hier noch ein paar Fragen, Marius, die auf dem Etherpad dann noch gestellt worden sind. Ich fange mal ganz oben an. Wenn ich mit meinem Browser auf eine Internetseite gehe, wie genau kann der Webmaster meinen Standort aufgrund der IP feststellen? Wie kann ich das verhindern? Die IP-Adressen sind sozusagen wie eingeteilt in Regionen und man kann halt ungefähr sozusagen, also das kommt immer auf die Region drauf an. Manchmal kann man das sozusagen stadtviertelweise irgendwie eingrenzen, manchmal kann man das kommunenweise eingrenzen. Und wie man sich da schützen kann, ist das Tor. Also das ist eigentlich die einzige Variante, weil in allen anderen Varianten sieht der Serverbetreiber die eigene IP und in der Variante, wenn man Tor benutzt, dann sieht er eben nicht die eigene IP, sondern die IP von diesem letzten Tor-Server, der dann die eigentliche Abfrage macht. Also Passwort als Bild in einer E-Mail verschicken, hilft das? Also eigentlich nein, ne? Also es kann davor helfen, dass das automatisch abgefischt wird. Also es ist es natürlich sehr viel einfacher für Organisationen wie die NSA meinetwegen einen Text zu parsen als ein Bild. Aber es gibt mittlerweile relativ gute und relativ schnelle Verfahren auch, wie man Texte in Bildern erkennen kann. Also das nennt sich OCR, Optical Character Recognition. Das kann man auch selber verwenden, wenn man irgendwo mal eine PDF als Bild irgendwie gescannt hat und das gerne als Fließtext hätte oder sowas, dann nutzt man halt so ein Programm. Von daher eigentlich nein und würde sagen, wenn man ein Passwort zu verschicken hat, dann ist das halt eine sensible Sache und dann sollte man sich halt einfach mal dieses JPG installieren. Das Plugin für Enigmail heißt, das Plugin für Thunderbird heißt Enigmail.
Und das ist innerhalb von 5 Minuten getan. Das ist, wenn man sozusagen weiß, wie es funktioniert. Leider ist dieses Wissen irgendwie noch ein bisschen notwendig, auch wenn ich denke, dass man da vielleicht noch eine sinnvollere Benutzeroberfläche schaffen könnte. Ist das innerhalb von ein paar Minuten hat man sich da eingearbeitet und benutzt das dann so. Ne? Und das muss man, wie gesagt, einfach nicht mit jedem benutzen, aber wenn man halt sowas tun möchte, dann wäre das doch sinnvoll. Genau, hier kommt noch eine Frage, ob der Webmaster erkennen kann, dass es durch das Tor-Netzwerk kommt. Also generell, wenn er das filtert und danach sucht sozusagen, dann erkennt er das schon, weil die Tor-Server öffentlich sind. Also diese Liste an 1700 Servern, die ist öffentlich, dass man sozusagen, dass diese Software auf dem eigenen PC sich sozusagen diese Liste runterladen kann und dann sich selbst auf dem eigenen PC, das ist der wichtige Punkt dabei, 3 Server aussucht, sozusagen die diese Kette bilden, wo man dann diese Abfrage macht. Und dadurch ist es halt auch der Fall, dass der Webmaster, wenn er das möchte, erkennen kann, dass ein Nutzer über Tor zugreift und nicht oder nicht. Und es ist auch möglich, dass man sozusagen als Website-Betreiber Tor-Server grundsätzlich ausschließt, aber da sind mir irgendwie ein, zwei kleine Beispiele irgendwie zu Ohren gekommen, mal in der Vergangenheit, aber das macht keine große Website. Eine Art Handbuch mit den wichtigen Schritten ist mir zumindest nicht bewusst. Könnte ich nochmal nachsuchen, ob es etwas gibt, was sozusagen den Großteil der Sachen, die ich genannt habe, irgendwie mit abdeckt. Kenne ich aber leider nicht. Genau. Und Windows-Programme mit Wine zu emulieren, ist natürlich auf jeden Fall legal. Das ist ja irgendwie Software, die man irgendwie runtergeladen hat oder gekauft hat oder wie auch immer, worauf die im Endeffekt läuft, ob die auf Windows läuft oder auf Linux ist, egal, also das ist rechtlich vollkommen unproblematisch. Na, das Adresssystem, ja, natürlich ist das irgendwie auch ein bisschen eine Ursache sozusagen, was natürlich in einer Zeit entstanden ist, in der man sich über solche Sachen keine großen Gedanken gemacht hat. Das wird sich auch nicht so schnell ändern. Es gibt demnächst eine neue Version von dem IP. Momentan ist die Version 4, das springt dann zur Version 6, aber da sind keine Mechanismen drin zur Anonymisierung zum Beispiel. Also das wird man sich immer irgendwie selbst drum kümmern müssen, ne? Also möglicherweise kommt es irgendwann mal in die Betriebssysteme irgendwie mit rein oder sowas, wenn sich das durchsetzt, aber auf einer Art Protokollebene wird es wahrscheinlich nie der Fall sein, weil das Internet auch so ein bisschen so schichtenmäßig gebaut ist und sozusagen die Schicht, die sich um die reine Nachrichtenvermittlung kümmert, die ist halt nicht dafür zuständig, irgendwie an den Inhalten was zu machen und zu verschlüsseln und so weiter und so fort. Das muss dann einfach darauf aufbauen, sozusagen, geschehen. Dann kommen wir zur nächsten Frage, die hat jetzt Enrico schon beantwortet. Ich lese einfach mal die Frage und Antwort vor und Marius, wenn du da noch was zuzufügen hast, kannst du dich gerne noch melden. Ist abzusehen, dass die dynamischen IPs durch feste IPs aufgrund IP6 ersetzt werden und wenn ja, wann? Wenn IPv6 im Einsatz ist, im Moment ist das für den Otto-Normalverbraucher noch nicht umfassend in Sicht, auch wenn die Telekom da ganz fleißig ist. Wird es wohl auf der dynamischen IP-Adressen hinauslaufen? Eine IPv6-Adresse wird, grob gesagt, aus zwei Teilen zusammengesetzt. Der erste Teil wird vom Anbieter vorgegeben, zum Beispiel Telekom. Der zweite Teil wird zu Hause generiert. Am Anfang war die Rede davon, da diesen Teil aus der MAC-Adresse abzuleiten. Die MAC-Adresse ist für jedes Netzwerkgerät fest und weltweit eindeutig. Das würde eine Identifizierung erlauben. Mittlerweile gibt es aber die Bestrebung, nicht mehr die MAC-Adresse zu verwenden, sondern eine Zufallszahl. Damit wird es bei IPv6 genauso dynamische Adressen geben, wie es auch bei IPv4. Das, was ich noch hinzufügen kann, geht noch in eine andere Richtung. Und zwar ist mit dem IPv6 das zum ersten Mal dann wieder möglich, dass jedes Gerät seine eigene IP-Adresse kriegt. Momentan haben wir relativ große Probleme damit, dass eine IP-Adresse sozusagen für einen Internetanschluss ist und dass sich dann mehrere Personen mit mehreren Rechnern in diesem Netzwerk diese gleiche IP-Adresse teilen, das irgendwie dann wieder aufgesplittet werden muss in die einzelnen Nutzer. Das ist auch
Ich hatte ja im Vortrag schon mal gesagt, dass eben das Peer-to-Peer, was unter anderem von dem Palaver benutzt wird, dass das nicht immer zustande kommt. Also in den meisten Fällen kommt es zustande, aber eben manchmal nicht. Und das liegt daran, dass eben nicht jeder Computer seine eigene IP-Adresse hat und es irgendwie schwierig ist, dann sich sozusagen gegenseitig zu erreichen. Und das ist einer der großen Vorteile von IPv6. Und das Gute ist, dass es jetzt tatsächlich so scheint, dass sich diese Security Extensions da durchzusetzen scheinen. Also eben, dass dieser zweite Teil tatsächlich auch zufällig irgendwie genutzt wird und nicht irgendwie immer fest ist. Welchen kostenlosen E-Mail-Anbieter würde der Chaos Computer Club empfehlen, der an den Service von Google Mail reicht und nicht die NSA-Problematik von Google hat? Das heißt kein Sitz in Amerika. Computerclub in einer öffentlichen Stellungnahme sagen, dass er empfiehlt, einen eigenen E-Mail-Server zu betreiben. Das ist wahrscheinlich auch tatsächlich die sinnvollste Variante, dass man einfach irgendwie jemanden in seiner Umgebung fragt, der ein bisschen affiner ist hier. Du hast doch bestimmt einen Server und kannst nicht meine E-Mails darüber machen. Das mache ich zum Beispiel halt irgendwie mit ein paar Freunden und Bekannten, dass sie über meinen Server halt E-Mails schicken können, so. Ansonsten, also grundsätzlich ist es wahrscheinlich sinnvoll, zu kleinen E-Mail-Anbietern einfach zu greifen und welchen, die wahrscheinlich nicht den Sitz in Amerika haben. Allerdings, wenn man halt Ende zu Ende verschlüsselt zum Beispiel, dann kann es einem auch egal sein. Also da kann man in der Theorie auch irgendwie Google Mail benutzen, auch wenn man das nicht unbedingt unterstützen muss, wie ich finde. Weil dann ja sozusagen auf dem eigenen Gerät für den anderen verschlüsselt wird. Und damit kann man sozusagen die ganze Problematik ein bisschen umgehen. Aber ich glaube, dass ich mir selbst, wenn ich E-Mails nicht irgendwie so hätte, würde ich mir wahrscheinlich irgendwie einen kleinen Anbieter außerhalb von Amerika suchen. Genau, hier, also Strato empfehlen kommt hier gerade. Das ist gar kein schlechter Punkt. Also würde ich auch glatt eigentlich mit Ja beantworten, weil das ein kleines bisschen ähnlich ist sogar zu ich mache meinen eigenen E-Mail-Server sozusagen. Es ist zwar noch ein kleiner Schritt zurück, dass sich Strato das für einen einrichtet, wenn man irgendwie so einen Server oder Webspace mietet sozusagen, ne? Aber ja, also je verteilter das System ist, desto besser ist das. Ne? Genau, hier kommt noch die Frage, schafft auch ein Raspberry bei einem Webserver und das mit Sicherheit, ja, also kommt natürlich immer auf das E-Mail-Aufkommen an. Wenn man irgendwie, keine Ahnung, in der Sekunde 1000 Spam-Mails kriegt, so, dann wird der Raspberry Pi das wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber das ist vielleicht auch noch was, wo ich kurz drauf eingehen kann. Natürlich ist sozusagen der allerbeste Weg, ist immer, dass man die Hardware selbst kontrolliert. So, ne? Also ich habe das so gemacht, dass ich mir einen Server im Internet miete, was halt irgendwie also für mich sozusagen unproblematisch ist und irgendwie bequem. Aber wenn man einfach so einen Raspberry Pi oder so einen Mini-Computer hat, den man einfach irgendwie zu Hause 24 Stunden anhat sozusagen und irgendwie an seinen Router per Kabel meinetwegen angeschlossen hat, dann kann natürlich auch der Dienste für einen im Internet anbieten. Ja, da muss man sich ein kleines bisschen mit dem Drumherum auseinandersetzen. Dann ist das wieder sozusagen die Erreichbarkeit von außen ein Thema, weil ja die IP-Adressen sozusagen im 24-Stunden-Takt normalerweise wechseln. Aber da kann man so Dienste nutzen wie DynDNS, das heißt dynamisches DNS. Und da kriegt man sozusagen einen Namen für sich, also irgendwie meinetwegen marius123.dyndns.org oder sowas. Und dann kann man sozusagen seinen eigenen Internetanschluss immer darüber erreichen. Ja, und dann kann man sagen, na gut, dann leitet man halt irgendwie in seinem Router die Anfragen für den Mail-Server an den Raspberry Pi um.
Das ist natürlich alles wieder ein kleines bisschen Einrichtungsaufwand, aber wenn man sich da einmal mit beschäftigt hat, dann hat man zu Hause eine Kiste stehen, von der man auf jeden Fall sagen kann, dass sie nicht irgendwie beeinträchtigt ist von irgendwie jemandem. Also ich meine, klar, wenn man irgendwo einen Server anbietet, dann muss man auch dem Serveranbieter irgendwie vertrauen, so, ne? Aber das kann man, wenn man das irgendwie bei einem deutschen Server-Hoster macht, mit ja, sehr viel besserem Gewissen tun, als das halt irgendwie bei Google der Fall ist oder sowas, ne? Und ja, wenn man das kann, ne? Sich zu Hause so ein Raspi hinstellen und der macht dann sowas, ist das Beste. Ja. Genau, also grundsätzlich, sozusagen, wenn man sicher gehen will, gar nicht. Das Problem ist, dass, also im Internet, ne, ich meine, das funktioniert halt alles durch Kopieren und so, sobald einmal etwas im Internet ist, dann bleibt es auch dort. Eine ganz gute Seite, um das zu veranschaulichen, ist archive.org. Die archivieren sozusagen fast alles Digitale, was sie irgendwie finden. Und das ist eigentlich ein super cooles Projekt. Also zum Beispiel archivieren die, das klingt erstmal unglaubwürdig, ist aber tatsächlich so, alle Websites mit dem, also sozusagen außer die Bereiche, wo man sich dann einloggen muss, die es gibt, seit 1900 80, 90 oder sowas mit ihren einzelnen Versionen. Das ist total witzig. Da kann man nämlich, gibt es so eine Time Machine, nennen die das, dann kann man sozusagen zurückgehen und irgendwie auf Seiten von früher sozusagen zugreifen. Dann kann man halt sagen, okay, meinetwegen Google vor 20 Jahren oder sowas. Und das ist auch sehr gut, wenn man, also für einen selbst sehr gut, wenn man etwas sucht, was aus dem Internet rausgenommen wurde, depubliziert wurde. Wo man aber weiß, ja, zu dem Datum war das noch da, dann sucht man sich einfach die Version raus und geht da wieder hin. Ne? Was natürlich im Umkehrschluss heißt, dass man, wenn man selbst Daten im Internet von sich hat, die man da rausbekommen kann, dass das eigentlich etwas ist, was nicht geht. Man kann natürlich dann zu allen Stellen, wo man weiß, dass sie vorkommen, so, man kann dann noch natürlich mal googeln oder sowas und dann gucken, wo die überall sichtbar sind und dann die einzelnen Leute anschreiben und hoffen, dass sie das runternehmen. Aber ich fürchte, dass man viel mehr nicht machen kann. Dann gucken wir jetzt aus Zeitgründen, lasse ich jetzt die Fragen, die schon beantwortet wurden, hier am Etherpad mal weg. Das können diejenigen ja dann selber mal noch nachlesen. Ich gehe jetzt mal noch zu den offenen Fragen. Und zwar haben wir hier noch, wenn man seinen eigenen E-Mail-Server betreibt, wie im Vortrag angesprochen, hat man da nicht Probleme, auf Spamlisten zu landen? Es gibt diverse Sachen, wie man das umgehen kann. Es gibt etwas, was, glaube ich, SPF heißt, was von Yahoo initiiert wurde, was man in seinem E-Mail-Server sozusagen anschalten kann und wo man sich einmal verifizieren muss. Aber das ist zum Beispiel etwas, was man dagegen tun kann, dass man in Spam-Listen landet. Grundsätzlich, wenn man, also die Spam-Programme, die arbeiten ja alle ähnlich. Man kann sich mal angucken, es gibt so eine Liste, was zum Beispiel der Spam-Assassin, was so das meist benutzte Spam-Programm ist, was der heranzieht an Informationen, um eine E-Mail sozusagen als Spam zu erkennen oder nicht. Und die wichtigsten Sachen sind eigentlich, dass der E-Mail-Server sozusagen, wenn man die Adresse auflöst zu einer IP und das dann wieder rückgängig macht, dass da tatsächlich derselbe Server rauskommt. Das ist zum Beispiel bei Spammern nicht der Fall, weil die natürlich irgendwie unter irgendwelchen falschen Adressen das schicken und sowas. Also man muss ein, zwei Sachen einstellen, die natürlich irgendwie auch die großen E-Mail-Anbieter einstellen, aber dann hat man eigentlich kein größeres Problem damit. Dann gibt es noch die Frage, welche kostenlosen Viren- und Firewall-Programme werden vom Chaos Computer Club für Windows empfohlen? Grundsätzlich werden Virenprogramme allgemein so in dieser Hacker-Szene als eher problematisch angesehen, weil die sich halt auch super tief in das System einnisten und selbst so ein bisschen so virusartig sind und
selbst nicht ganz klar ist, was die eigentlich machen und ob die nicht mehr Lücken öffnen, als sie schließen. Von daher wird man wahrscheinlich nie eine Empfehlung für ein Virenprogramm sehen vom Chaos Computer Club. Weiß ich selbst auch nicht so recht. Ich würde auf keinen Fall eins kaufen. Das ist nicht wert, so, ne? Ich würde irgendwie mir mal Tests angucken, wahrscheinlich im Internet, wenn ich Windows benutzen würde. Grundsätzlich Linux benutzen ist keine schlechte Idee, auch da in dieser Hinsicht, weil es da einfach noch keine wirklich bekannten Viren gibt und auch weil das Sicherheitsmodell darunter sehr viel restriktiver ist als bei Windows. Und wenn es Viren gäbe, dann wahrscheinlich in sehr viel kleinerem Ausmaß. Bei Firewalls kann ich jetzt keine konkrete nennen, aber da würde ich darauf achten, dass die Open Source ist. Also da gibt es garantiert auch Open Source Varianten, zum Beispiel, was jetzt nicht für ein Computer ist, aber fürs Handy, das AF-Wall, was ich auch verlinkt hatte in den Folien, was sozusagen eine Firewall für Android ist, die ist auch Open Source, ne? Also da auch auf dieser Ebene, so, also gerade wenn es um Sicherheitssachen geht, würde ich nie auf Closed Source Software irgendwie vertrauen. Ne? Und ja, also auch da würde ich einfach mal suchen, sondern da möchte ich keine Empfehlung für ein konkretes Programm geben. Ansonsten sind ja alle Fragen beantwortet im Etherpad. Da können diejenigen, die hier Fragen gestellt haben, auch gerne nochmal nachlesen. Da haben wir hier unten noch eine. Eine Vernetzung von immer mehr Devices. Da bin ich grundsätzlich, glaube ich, dafür. Mit allen Vor- und Nachteilen hat natürlich immer auch Nachteile, aber was sozusagen eine positive Entwicklung sein könnte, eben jetzt, sobald sich das IPv6 mit den Adressen, wo jedes Gerät eine eigene Adresse hat, wie auch wenn es immer mehr Geräte gibt, sozusagen, die eben untereinander kommunizieren und eben nicht über zentrale Services, dann ist es eine gute Entwicklung. Also das Positivste wäre eigentlich, wenn sich das Internet wieder, wie es auch schon mal früher war, was jetzt aus technischen Gründen nicht mehr möglich ist momentan, zu etwas entwickeln würde, wo die Nachrichten direkt unter den Nutzern getauscht werden, dann kann man auch direkt sozusagen füreinander verschlüsseln, und dann bräuchte man gar nicht mehr so unbedingt in einem solchen Ausmaß, wie es das jetzt gibt, eben solche zentrale Mittelmänner wie eben die großen sozialen Netzwerke und so weiter und so fort, sondern möglicherweise offene Protokolle, wie das ist, ne, kann jemanden hinzufügen irgendwie so und dann kann ich mit dem direkt irgendwie was austauschen. Und das wäre eigentlich Gibt es hier im Chat noch Fragen? idealerweise hingehen sollte zu einem offenen System, wo die Leute sich direkt miteinander irgendwie verbinden. Ob das der Fall sein wird in der Zukunft, das wird man sehen, das wird spannend sein. Das hängt natürlich auch ein ganz kleines bisschen daran, sozusagen, wie sich die Nutzer in Zukunft mal entscheiden werden, sobald, es hat ja schon ein bisschen angefangen, Facebook dann uncool wird und man sich nach einer Alternative umsieht. Zu dem Thema Cyberkrieg, das habe ich jetzt natürlich gar nicht angeschnitten. Also da ist halt einfach der Fall, das, was man halt jetzt gesehen hat, ist, dass eine große Menge an wichtigen Einrichtungen sozusagen relativ ungesichert am Internet hängen, ne? Seien das Kraftwerke oder wie auch immer. Das sind natürlich Sachen, die in Zukunft einfach viel besser geschützt werden müssen, ne? Das ist jetzt nicht die Aufgabe des Einzelnen, sondern da muss halt irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich ein Umdenken stattfinden, dass da so ein Kraftwerk tatsächlich irgendwie mit seiner Schnittstelle am Internet hängen muss. Das ist mir ehrlich gesagt auch nicht klar, wieso das so sein muss. Das muss sicherlich nicht so sein. Ne? Also sozusagen Sachen, die schützenswert sind, die sollte man entweder da raushalten. Oder man sollte halt eben vorhandene Tools nutzen zur Anonymisierung, zur Verschlüsselung, zur Integritätswahrung. Das gibt es alles, muss einfach nur eingesetzt werden. Ne? Also das
wird einfach viel zu wenig benutzt. Und gerade wenn es in solche sensiblen Bereiche geht, sollte man da ganz besonders drauf achten. Gut, dann ja, möchte ich mich bei dir nochmal bedanken, Marius, für den Vortrag. War wirklich sehr spannend und ich denke, das ja, kann ich auch im Namen der Teilnehmer und des ganzen Zugteams so weitergeben. Und ja, wenn die Teilnehmer jetzt noch fleißig werden wollen zu dem Thema, was wir jetzt heute gehört haben, dann empfehle ich die Portfolioaufgabe 2 und 3. Die setzt sich mit der Thematik noch auseinander. Und ja, dann geht es nächste Woche weiter mit dem Expertenvortrag, wieder zur selben Zeit, 17:30 Uhr, wieder hier in diesem Online-Raum mit Guido Brombach zu Open Educational Resources geht es dann. Gut, dann verabschiede ich mich jetzt erstmal von allen und ja, wünsche euch noch einen schönen Abend. Mir auch, danke. Tschüss.